Let's go. Ich habe eine neue Mechanik eingeführt. Testweise. Das ist jetzt ein bisschen experimentell heute. Mal gucken, ob wir das so beibehalten oder ob wir das abändern oder wie wir das machen. Aber ich habe hier jetzt eine Uhr über mir. Und die Uhr da oben, die könnt ihr beeinflussen. Na, es ist so ein bisschen wie in einem Sabaton. Das kennt ihr wahrscheinlich für Subs und Bits und alles, was auf Twitch passiert. Auf YouTube nicht, das ist aktuell nicht implementiert. Es läuft jetzt nur mal auf Twitch, wird die Zeit da oben verlängert. Und dementsprechend spielen wir dann länger. Es kann sein, dass ich dann irgendwann heute trotzdem sage, okay, wir machen jetzt Schluss, obwohl noch Zeit auf der Uhr ist, aber dann nehmen wir das mit für morgen quasi, ne? Das ist so die Idee. Wir sammeln im Grunde Bonuszeit jetzt direkt. Mal gucken, ob das eine coole Lösung ist. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht eine nette Idee, dass ihr auch für die ganzen Bits und Subs und alles ein bisschen eine Gegenleistung habt. Und ist vielleicht ganz cool. Aber ja, probieren wir jetzt einfach mal. Was geht? Hey Tito. Bin bereit mit meinem Holy Drink. Sehr gut, ich auch. Guten Durst. Was hast du für einen Holy Drink, Slenderax? Ich habe zwei wieder mal, wie immer, wenn ich länger streame. Und zwar einmal, jetzt muss ich schnuppern, weil die von der Farbe her wieder gleich sind. Einmal meinen geliebten Matcha-Mint-Eistee. Den finde ich einfach, ich könnte mich einfach reinsetzen in das Zeug. Köstlich. Und einmal für die Gaming Power habe ich hier den neuen Kiwi Energy Drink von Holy. Der ist schon sehr geil, muss ich sagen. Der ist schon sehr geil. Den mag ich wirklich gern. Die vier neuen Sorten, die es jetzt gibt bei Holy, sind alle vier echt lecker, muss ich sagen. Himbeer-Vanille. Oh, das ist auch eine geile Wahl. Den finde ich auch echt lecker. Hatte ich nie beendet auf PS4 Pro. Xbox hängt auf PC drauf. Was meinst du jetzt? Zero oder? Weiß ich nicht. Wurscht. Hi, Bald, was geht? So, Resident Evil Zero. Okay, jetzt passt mal auf. Wisst ihr, was geil wäre? Weil ich Resident Evil Zero wirklich nicht oft gespielt habe und mich wirklich gar nicht auskenne, wäre es so schön, wenn ich einen Cursor hätte, mit dem ich mir anzeigen lassen kann, welcher Raum was ist. Das würde mir so helfen. Weil von der Form her und vom Ort her kann ich nicht zuordnen, welcher Raum wo ist. Aber werden wir schon finden. Wir haben die Kurbel, wir müssen irgendwo in die Werkstatt, wo irgendwo eine Werkbank ist, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich glaube, die ist irgendwo rechts oben im Eck, ne? Ich weiß aber nicht, ob es da oben der Rundraum ist oder hier unten der doppelt geteilte Raum. Gucken wir mal schnell, ne? Im doppelt geteilten Raum sind wir gleich. Da können wir mal schnell nachschauen. Ich habe ohne Spaß wegen dir einen Twitch-Account erstellt. Tja, so funktioniert das. Aber auf YouTube kann man auch zugucken. Ja, aber stimmt schon. Auf Twitch sind die meisten interaktiven Features, ne? Das ist schon so. Ah ne, hier ist auf jeden Fall die Küche. Da müssen wir nicht mit der Kurbel hin. War neben dem Remake tatsächlich mein Lieblingsspiel. Zero? Ey, ich muss dir auch sagen, als das neu rauskam, fand ich das ziemlich cool. Und ich mochte das damals tatsächlich auch gerne. Das hat sich irgendwie ein bisschen verändert im Nachhinein. Ich spiele es auf der PS5. Also es ist die PS4-Version. Da gibt es auch keine PS5-Version oder sowas. Aber ich spiele es halt auf der PS5. Geht ja zum Glück. Herr Böttler, du machst das super. Ich gucke immer sehr viel. Dankeschön, das freut mich. Das ist sehr nett von dir. Slenderax, Dankeschön. Da haben wir schon 60 Sekunden mit auf die Uhr. Eine Minute länger. Danke. Sehr cool. Da muss ich, glaube ich, da rein.
Ja, ich sag immer, ne, Zero ist nicht mein Lieblings-Resident Evil, absolut nicht. Ich würde auch sagen, von den klassischen gehört das zu den schlechteren. Da ist definitiv Code Veronica mein Lieblingsspiel. Aber ich finde, es ist immer noch ein gutes Survival-Horror-Spiel. Das ist es einfach. Wenn man das vergleicht mit anderen Kandidaten, dann ist das immer noch voll in Ordnung. Was ist da? Nein! Nicht schon wieder. Ah, er schießt schon wieder mit Schrotflinten auf Spatzen. Auf Egelspatzen. Schleimige Egelspatzen. Hör bitte auf, mit Schrotflinten auf schleimige Egelspatzen zu schießen. Das ist so eine Verschwendung. Das tut mir so im Herz weh. Ich bin heute sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Ja, warum nicht? Doppelt gemoppelt. Doppelt hält besser. Ja, klassischer Survival-Horror ist halt so ein Genre für sich, ne? Ich mag klassischen Survival-Horror gerne. Ich spiele vor allem auch gerne jetzt die neueren. Es gibt ja zum Glück immer noch klassische Survival-Horror-Spiele. Halt nicht mehr von Capcom oder irgendeinem anderen großen AAA-Team. Aber es gibt trotzdem ein paar sehr coole Vertreter. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt gerade ein bisschen übersättigt tatsächlich. Yay! Viel Unterstrich zu Unterstrich Alt Unterstrich für ist jetzt ein Birdrider. Viel Unterstrich zu Unterstrich Alt Unterstrich für. Dankeschön für den 7. Monatsabf. Das freut mich sehr. Hä? Ich dachte echt, wir müssen hier mit der Werkbankkurbel rein. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Fast alle Geräte sind abgenutzt. An einigen Maschinen sieht man sogar Rost. Mist. Ich dachte, ganz selbstbewusst bin ich hier reingelaufen, ne? Auf dem Boden liegen lauter Knochenstücke. Sind das etwa menschliche Knochen? Ich meine, vielleicht. Ich glaube, das würde man das erkennen? Am Schädel würde man es definitiv erkennen. Ich kann da nicht hinschauen, ne? Da ist definitiv, guck mal, unten rechts im Eck, ich bin nicht drüber, direkt neben mir ist definitiv ein Schädel. Wenn, also, und sie ist die scheiß Medic im Team. Rebecca, du musst doch einen menschlichen Schädelknochen erkennen. Was zur Hölle ist los mit dir? Genie my ass. Oh Gott. Was für eine Sanitäterin hat ein Starstar bitte im Team? Hallo, Moon Lestrange oder so. Halt, stopp! Ich muss wieder Billy nehmen. Oh, Billy kotzt mich an, ey. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen suchen. Leider weiß ich nicht, wohin mit der Kurbel. Ich finde dich für YouTube und wie du deine Videos machst und streamst schon als ein Vorbild. Oh, wow. Ich hoffe, dass ich dem gerecht werde oder so. Dankeschön, I guess. Das ist ja auch eine. Man hat ja auch. Das ist die Reichweitenverantwortung, ne? Auch wenn ich nicht viel Reichweite habe. Aber ja. Hey Asia! Vielen, vielen Dank für deine Kanalmitgliedschaft. Dankeschön. Freut mich sehr. Haben wir hier zufällig eine. Ah ja! Wir haben es geschafft. Ey, das war Glück. Cool. Jetzt muss ich kurz auf die Karte schauen. Ich will mir das mal merken. Hä? Dann war ich vorher einfach nur im falschen Raum. Da wollte ich hin. Ich bin einfach nur ein Vollidiot. Okay. Dann ist alles gut. Das Unterstrich Dango ist jetzt ein Birdrider. Das Unterstrich Dango. Dankeschön für deinen Prime-Sub im 2. Monat. Sehr nett von dir. So, wir haben es geschafft. Ich bin einfach nur ein Trottel. Also alles ganz normal, wie immer. Und ich kann jetzt hier die Kurbel verwenden. Hab deinetwegen Shadow of Colossus Remake pausiert. Oh, das ist auch gut. Das ist schon lange her, dass ich das durchgespielt habe. Ich habe ja das Original Shadow of the Colossus nicht gespielt. Ich habe viel drüber gelesen und mich informiert. Ich kenne nur das Remake und das hat mich schon beeindruckt. Das war schon sehr geil. Aber ich verstehe den Kritikpunkt von Original Shadow of the Colossus Fan, dass die Welt im Remake zu lebendig ist. Weil das
kann ich, also das stimmt schon, das kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich habe es nicht selber gespielt, aber das kann ich mir vorstellen, dass das sehr zur Stimmung beigetragen hat und auch halt wirklich gut passt zur Story und zum Setting, dass die Welt eben einfach aufgrund der technischen Limitationen sehr tot und sehr steril wirkt, ne? Aber trotzdem, sehr tolles Spiel, mochte ich echt gerne. Man merkt daran, dass du ein richtiger Fallout 2-Fan bist, wenn du anfängst, Fallout 2 zu streamen, ist das insgesamt schon dein drittes Fallout 2-Let's Play. Wirklich schon das dritte? Ich dachte, das ist das zweite erst. Habe ich schon mal Fallout 2 gestreamt? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich habe ja auch Fallout 4 zum Beispiel schon ganz oft gestreamt, ne? Schon ewig. Ich habe ja auch sogar, wisst ihr eigentlich, das Resident Evil 1 Remake mein allererstes richtiges Let's Play war, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ihr mal euch die ältesten Videos auf dem Kanal anguckt, dann findet ihr da neben so ein paar XCOM 2 Musikvideos, die ich gemacht habe, findet ihr da ein Resident Evil 1 Let's Play mit ganz schrecklicher Tonabmischung. Also das kann man sich nicht anhören, und zwar wortwörtlich, weil es so leise ist, dass man nichts hört. Aber ja, genau. So war das. Ah ja, Nia war das Erste. Nia war das Allererstigste überhaupt. Stimmt. Ganz skurriler Titel, ne? Ja, du hattest zwei Let's Play. Eins mit einem schlauen Charakter und eins mit dem dummen. Hey, kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern, Willow. Wow, krass. Ja, aber ich mag Fallout 2 wirklich sehr gerne. Ich würde sogar sagen, wisst ihr, ist immer von der Tagesverfassung abhängig, ob ich sage, dass Fallout 2 oder Fallout New Vegas mein Lieblingsspiel ist in der Fallout-Reihe. Fallout New Vegas ist schon auch sehr gut. So, lasst mich ganz kurz überlegen. Ich muss jetzt hier, wartet mal, ich gehe jetzt immer runter, okay. Nee, ich muss hoch. So nämlich. Kommt aufs Wetter an. Ja, genau so ungefähr ist es. Manchmal, weißt du, da stehe ich morgens auf und denke mir, okay, ich habe mich entschieden, Fallout 2 ist das beste Fallout-Spiel. Und am Nachmittag, wenn es ein bisschen bewölkt ist oder so, dann denke ich mir so, ah, jetzt weht der Wind gerade aus Südosten. Vielleicht ist ja doch Fallout New Vegas das beste Fallout ever. So ungefähr funktioniert das. Hallo, Anthropomorphic, was geht? Ich feiere deine Videos schon sehr lange, aber zum ersten Mal schreibe ich mal in den Chat und wollte Hallo sagen. Hallo, Dankeschön, freut mich sehr. Ich glaube, jeder LPler hat mindestens ein LP, wo die Soundqualität noch nicht sahnig war. Wahrscheinlich, ja. Ja, das war schon lustig. Da habe ich noch von irgendwelchen alten Kopfhörern, die hatten quasi am Kabel so ein kleines Mikrofon, ne? Die habe ich quasi benutzt da zum Streamen, also wirklich. Ja, das waren noch Zeiten. Immer noch im Villa-Bereich, also hat Rebecca sich noch nicht zum Kauf durchringen können. Zum Kauf? Verstehe ich nicht. Aber macht ja nichts. So, jetzt fehlt nur noch die dritte Tafel. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo die sein könnte. Aber die finden wir schon irgendwo. Billy? Wir haben aber die Tafel sicher noch nicht gefunden, oder Billy? Du würdest mir sagen, wenn wir die Tafel schon hätten, Billy. Ich muss wirklich mal ganz kurz vorsichtshalber auf allen Karten die Items, die am Boden rumliegen, anschauen. Das war halt wirklich einfach. Wisst ihr, das ist die eine Designentscheidung, die das Spiel, die dem Spiel nicht gut getan hat. Lansquid, wirst du im Endkampf zu Fallout 2 alleine mit Begleiter oder mit Begleiter und Enclave-Soldaten gegen Frank Horrigan kämpfen? Ich werde so ein bisschen drauf ankommen lassen, würde ich sagen. Ich werde einfach mal schauen, wie es sich so entwickelt, das Ganze.
Ich werde Frank Corrigan auf jeden Fall nicht mehr unterschätzen. Nee, wir haben definitiv das letzte Tablet tatsächlich noch nicht gefunden. Das irritiert mich jetzt ein bisschen, weil Frank Corrigan war ja beim letzten Playthrough echt ein Problem mit Begleiter. Vor allem, weil ich wollte, dass alle überleben. Und das war schon sehr schwierig. Danke übrigens, der Franklin, für die Bits. Und ich gucke aber wirklich. Ich lasse mich da wirklich drauf ein. Ich spiele meine Charaktere in Fallout immer gern so ein bisschen, weißt du, so go with the flow. Die Geschichte entwickelt sich jedes Mal möglichst anders, wenn es gut läuft. So, wir waren schon überall. Habe ich es einfach nur übersehen? Bin ich einfach nur doof? Ich würde echt sagen, ich laufe jetzt einfach systematisch alles ab oder sowas. Der große Frank. Ja, Frank Corrigan ist schon ein sehr eindrucksvoller und cooler Charakter. Ich mag den auch. Ich fände es sehr cool, wenn der zurückkommen würde. Es gab ja tatsächlich... Die Tür ist verschlossen, aber es gibt kein Schlüsselloch. Was wollte ich sagen? Es gab ja ein gecanceltes Projekt von Fallout, das darauf hingedeutet hätte, dass der Meister zurückkehrt und gar nicht wirklich tot ist. Und das hätte ich schon echt cool gefunden. Aber so ein Frank Corrigan Respawn wäre schon nice, ne? Aber ja. Vorausplanung ist overrated. Eben, improvisieren. Einfach in die Augen und dann wird's schon. Das ist mein Motto. Naja, gut. Ich werde jetzt mal systematisch hier alles abgrasen, damit ich wirklich nichts übersehe. Die dritte Platte ist draußen, beim Haupteingang auf einer Steinsäule. Ah, der Franklin, danke, dass du mir das sagst, weil ich hätte ewig gesucht und... Thank you. Dann habe ich die wirklich einfach nur nicht gesehen, ne? Dann war ich einfach nur doof. Genau, thank you. Passt gut. Ich kann mich dem nur anschließen. Dankeschön, Franklin, für die Bits und den Tipp. Resident Evil 4. Nee, Zero. Wollte er sagen, wahrscheinlich. So. Eben, beim Meister wäre das gar nicht so unrealistisch. Finde ich auch, ne? Weil der Meister ist so ein anorganischer Blob. Der ist basically halt wirklich wie so ein Resident Evil Monster, nur viel intelligenter. Wenn da, also dem Meister traue ich zu, dass wenn da nur irgendwo ein kleiner Rest... Not Chris's sandwich. Wenn da irgendwo nur ein kleiner Rest übrig ist, traue ich dem zu, dass der sich regeneriert. Definitiv. Ein gut in Schusses Drahtgitter. Okay, Stromzufuhr ist unterbrochen. Brauchen wir da vorher noch irgendwie eine Batterie oder so, bevor wir hier weiterkommen? Kriege ich dann vielleicht erst die Steintafel? Weil hier ist ja keine, ne? Jenseits des Abgrundes ist es stockfinster. Oder bin ich im falschen Außenbereich? Ich weiß es nicht. Haifischbrötchen. Venny, dankeschön fürs Jünger der Tentakel werden. Freut mich sehr. Danke fürs YouTube-Mitglied werden. Sehr nett von dir. Deine beiden Fallout 2 Let's Plays laufen über deine Playlists. Vielleicht ist deswegen ein wenig verwirrend. Ja, das erste wird einfach schon so lange her sein. Ich kann mich noch an den Run erinnern mit Intelligenz unter 3. Der war sehr lustig, den mochte ich sehr gerne. Aber ja, wartet mal. Jetzt muss ich nochmal die Map studieren, ob wir vielleicht irgendwo eine Batterie schon haben. Das hier ist Magnum-Munition, okay. Ich hätte halt so gerne eine Kiste. Es ist wirklich einfach. Resident Evil Zero. Was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Ha. Nee. Haben wir auch nicht. Batterie ist in der Bar für den Aufzug.
Oh, danke schön für den Super-Chat, Wenny. Das ist ja super nett von dir. Die Batterie fehlt, die bekommst du in dem Raum, wo Billy Klavier spielt. Oh, das ist alles so lange her. Ich kann mich an das Spiel wirklich nicht mehr erinnern. Also an die Rätsel zumindest, ne? Da habe ich gestern einen Kommentar gelesen. Das hat mir fast ein bisschen leid getan. Da hat jemand so geschrieben, so, wow, ich bin enttäuscht von dir, weil du so schlecht in Resident Evil bist. Und ich dachte mir so, tut mir echt leid. Keine Ahnung. Der dachte halt irgendwie so, weißt du, ich meine, das ist ja auch irgendwie naheliegend. Ich beschäftige mich ja quasi hauptberuflich damit. Aber es ist halt ein großer Unterschied, ne, ob man sich mit der Story und der Lore und den Verknüpfungen und Theorien und Monstern beschäftigt oder ob man die Spiele speedrunnt. Das sind halt zwei ganz verschiedene Felder, mit denen, in denen man sich beschäftigen kann. Aber ja, morgen Silent Hill 4 weiter, ganz genau. Ganz genau, morgen geht's mit Silent Hill 4 weiter. Ich glaube tatsächlich, beim Fallout 2 Charakter werden wir wieder auf Energiewaffen gehen. Da habe ich Bock drauf. So, ich muss jetzt trotzdem alle Räume abklappern, weil ich leider auch nicht mehr weiß, in welchem Raum Billy Klavier spielt, ne? Also systematisch abgraben, dann kriegen wir das schon hin. Nach Resident Evil Zero kommt Dead Aim. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil Dead Aim kenne ich natürlich quasi schon auch, aber das habe ich noch nie selber gespielt. Keine Sekunde. Also da habe ich wirklich noch gar keine Erfahrung. Da bin ich wirklich gespannt. Und Outbreak habe ich tatsächlich auch nur ein paar Stunden reingeguckt. Das kommt danach. Und dann geht's schon mit Resident Evil 4 weiter. Ab Resident Evil 4 habe ich dann wirklich alles gespielt, was es so gibt an Resident Evil. Aber Dead Aim und die Outbreak-Teile sind jetzt noch meine letzten blinden Flecken, wenn es um selber spielen geht tatsächlich. Und ja. Ne? Bin in der Speedrun-Vorbereitung für Resident Evil Zero. Versuche mir momentan Locations einzuprägen. Ich würde das gerne können tatsächlich. Ich hätte irgendwie Bock, auch Speedruns zu machen. Da, weil ich gucke gerne Speedruns, das ist so eine Subkultur, die interessiert mich total. Hinter die blaue Tür muss ich gehen, dankeschön, das verkürzt meine Suche. Ich finde das super faszinierend, aber ich kann das einfach leider nicht. Mir wird das zu schnell frustrierend und langweilig, leider. Wenn ich mich zu lange, zu sehr mit einem Spiel beschäftige, dann kotzt mich einfach irgendwann nur noch an. Deswegen spiele ich ja zum Beispiel auch die Resident Evil Spiele zwar super gerne immer wieder mal, aber halt wirklich nur in kleinen Dosen. Nee, nicht in kleinen Dosen, Quatsch. Ich wollte sagen, wirklich nur nach langen Abständen. Je mehr ich von einem Spiel vergessen habe, desto mehr Spaß macht es mir dann. Die Batterie ist in einem Geheimraum im Pianoraum. Du musst durch den Kunstraum, wo der Granatenwerfer war. Okay, das sagt mir leider alles nichts mehr, aber wir finden schon hin. Ich glaube an uns. Ich glaube an das Herz der Karten. Dead Aim früher ausgeliehen. Ganz cool und auch nicht so lange. Ja, ich bin gespannt, weil ich fand ehrlich gesagt hier den Vorgänger. Wie heißt der im Westen gleich nochmal? Survivor. Fand ich ehrlich gesagt irgendwie ganz nett. Nicht besonders gut, ziemlich wacky, aber ganz nett. Achso, falsche Tür. Ja, okay. Survivor war schon lustig, ne? Und vor allem, was Hunter heißt er, ne? Ja, was Hunter, unsere Hauptfigur, für eine Tyrant-Kill-Rate hat. Ohne Scheiß. Ich glaube, kein anderer Resident Evil-Charakter bringt so viel Tyrants um wie der. Das ist ja irre. Der schießt ja einfach weg. Der ballert hier Mr. X's einfach T002s oder 3s, besser gesagt, einfach mit der Handpistol pistelt der nieder. So lange draufschießen, bis die umfallen. Der ist komplett crazy. Komplett verrückt.
der Kerl. So, hier haben wir den Kontrollraum. Wir kommen der Sache näher, glaube ich. Speedrun singt nichts für mich. Ich als alter Monk bin viel zu anfällig für stundenlang an irgendwelchen nutzlosen Details fummeln. Ja, das kommt noch dazu, ne? Das stimmt. Da hätte ich auch das Gefühl, dass ich... Also, mittlerweile habe ich das nicht mehr so, aber früher hätte ich da auch einfach mein Completionist, mein Loot-Sinn wäre da nicht mitgegangen. Aha, das sieht doch schon besser aus. Ein Klavier! Mutter, wir danken dir. Das Klavier ist vollständig verstaubt, sieht aber nutzbar aus. Klavier spielen? Ja. Schon interessant, dass hier Billy spielt, ne? Aber gut, macht auch ein bisschen Sinn, weil Rebecca muss ja bei der Mondscheinsonate zumindest ein bisschen üben in Resident Evil 1. Die kann ja nicht perfekt Klavier spielen. Die hat das wahrscheinlich irgendwann mal als Kind gelernt oder so, aber ist lange her. Aber Billy hat's drauf. Wenn Billy mal in die Villa mitgekommen wäre, ne? Den hätte man brauchen können. Ich war schon hier drin und habe einfach nicht aufs Klavier gedrückt, ich Trottel. Aber so ist das eben. Nimm jetzt das da. Nimm jetzt die Magnum-Munition. Lorio ist immer wieder gut. Zeitloser Humor. Ja, ich finde Lorio auch wirklich super. Wirklich genial. Sie können das Objekt natürlich nicht tragen. Ach so, ja, genau. Ich weiß schon. Ich komme nur gerade mit der Steuerung wieder durcheinander. Jetzt pass auf. I'll check it out. Genau, sowas. Das war die Tastenbelegung. Oh Gott. Come on. Okay. Nein. Check it out. Okay. Ich habe mich nur verdrückt. Alle chillen hier. Oh mein Gott. Das Klavier öffnet den Eingang, der Klassiker. Ja, genau. Billy muss draußen bleiben. Du klingst wie ein Türsteher. Du kannst rein, Rebecca, aber Billy bleibt draußen. Ja, verstehe ich, da bin ich genauso mit den Spielen von Resident Evil. Ja, das geht mir ja nicht nur bei Resident Evil so, das geht mir eigentlich bei allen Spielen so. Es gibt ganz viele Spiele, die ich wirklich gerne mag und immer wieder gern spiele, aber da muss viel Zeit dazwischen vergehen, dass mir die wirklich wieder Spaß machen. Oder auch nicht ganz so viel Spaß machen manchmal. Nee, Quatsch. Ich bin ein bisschen zu fies zu Resident Evil Zero, aber ich habe es ja beim letzten Mal eh schon erklärt, ne? Wenn ich ein bisschen zu gemein bin, dann liegt das daran, dass mich einfach die Kleinigkeiten hier teilweise schon sehr nerven, weil ich ein bisschen klassischen Survival-Horror ein bisschen übersättigt bin gerade, weil wir jetzt einfach die ganze Reihe so im Turbo-Modus durchgespielt haben. Schon seit Monaten. Da kann Zero jetzt gar nicht so viel dazu. Coolio, dann haben wir jetzt die Batterie. Dann bringen wir die jetzt noch raus und holen den Aufzug, denke ich, dass es ein Aufzug ist. Ich glaube schon. Und dann holen wir uns die letzte Steintafel. Und dann sind wir hier fertig mit dem Schloss, mit dem Herrenhaus, glaube ich. Cool, cool. Ich habe noch nie Original Code Veronica von Resident Evil. Oh, das würde ich dir aber empfehlen, Ruffy. Ich persönlich finde Code Veronica... Nee, warte mal. Nicht Code Veronica. CD. Ach so, ich dachte CV. Du hast noch die Original CD von Resident Evil. Jetzt habe ich es richtig gelesen. Ich glaube, ich habe gelesen, was mein Hirn lesen wollte. Ja, gut. Die Original CD von der PlayStation. Die habe ich hier, glaube ich, auch...
Ich glaube, die habe ich hier auch irgendwo noch rumliegen. Auf jeden Fall, ich habe vor allem den zweiten Teil, ne? Ich bin halt auch ein großer Fan vom Original zweiten Teil, weil das mein erstes Resident Evil war. Und den habe ich halt wirklich für jede Plattform gefühlt 4-mal gekauft. Wie oft hast du Resident Evil Zero schon durch? Ich glaube tatsächlich, ich habe Resident Evil Zero in meinem ganzen Leben 1-mal von vorne bis hinten durchgespielt. Ich habe sehr oft angefangen, weil ich den Zugabschnitt eigentlich echt gerne mag. Aber hier habe ich dann immer relativ schnell aufgehört, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Ich habe es ein, vielleicht 2-mal wirklich komplett durchgespielt, würde ich sagen. Billy Größer Chris, der kann Klavier spielen. Ja, wenn es darum geht, stimmt. Definitiv. Billy ist definitiv nützlicher als Chris. Code Veronica für die PS2 habe ich auch noch praktisch unberührt, weil ich die Steuerung gehasst habe. Oh nein, und nie weitergespielt habe nach dem Geräteschuppen. Oh, dabei ist das wirklich gut. Ich kann das schon sehr empfehlen. Das ist, ich persönlich finde zumindest Code Veronica ist so die Krönung der klassischen Survival-Horror-Spiele. Okay, wartet, die Taste. Okay. Und dann die Taste. So, schön langsam wird's. Es ist zu gefährlich, den Aufzug zu benutzen. Dammit, Billy, was machen wir denn dann jetzt? So geht's nicht. Muss ich die Kiste rausschieben? Ach so, ich brauche die Kiste einfach nur, damit ich auf irgendeine Säule komme. Ach so, ja. Wartet mal, da muss ich mich jetzt kurz nochmal umschauen. Dahin, ich sehe sie hier sogar. Die ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Alles klar. Code Veronica ist mega geil, mag den Grafikstil auch sehr, aber man muss wirklich stark auf seine Muni achten, gerade bezüglich der vielen Bosskämpfe im Spiel. Das stimmt wirklich. Code Veronica ist relativ gemein. Da kann man sich schon auch blöd in eine Sackgasse spielen, wenn man nicht aufpasst. Aber das kann man eigentlich in den meisten klassischen Survival-Horror spielen. Aber ich finde auch, dass gerade zum Beispiel Nosferatu ist schon auch ein ziemlich gemeiner Boss. Ja, aber auch im Flugzeug der Tyrant. Alle gemein. Dafür hat man ein OP-Messer, das stimmt. Hier ist etwas. Hurra! Okay, Billy. Follow me. Okay. Dann gehen wir jetzt endlich. Ich finde die Kiste-Schieben-Sache etwas unnötig lange. Naja, so schlimm finde ich es nicht. Okay, lasst uns jetzt mal, bevor wir gehen, kurz unser Inventar anschauen. Was nehmen wir mit? Was lassen wir hier? Was ist wichtig? Magnum-Munition, logisch. Ich glaube, das hier kann ich zumindest teilweise noch Rebecca mitgeben. Den Rest lassen wir auf jeden Fall hier. Säuregranaten, Schrotflint-Munition. Ist nicht die andere Schrotflinte, die hier... Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey. Am Boden liegt besser. Sie hat die modifizierte Pistole. Die Flaschen bräuchten wir auch nicht unbedingt. Vor allem, weil ich hier, glaube ich, auch kein Benzin habe. Oder? Nee, ich habe hier keinen... Ah, brauchen wir den Greifhaken brauchen wir wahrscheinlich noch, oder? Wisst ihr was? Ich lasse jetzt einfach alles liegen. Wir müssen wahrscheinlich sowieso nochmal hierher kommen. Ich speichere jetzt und dann gehen wir mal weiter. Ich habe tatsächlich einen Alert eingestellt. Den habe ich aber sehr teuer gemacht. Den kann man nur für Bits aktivieren. Der ist einfach nur ein Jumpscare. Thank you. Bitteschön. Nur für euch. Den Greifhaken musst du mitnehmen. Ich weiß, ja, aber muss ich den jetzt schon mitnehmen? Das ist die Frage. Weil dann muss ich nochmal Inventar managen. Hi, Arthur. Oh, falsche Taste. Dann dauert das Wechseln auch noch immer so lang, ne? Ah.
Okay, nehmen wir den Greifhaken mit. Ich versuch's zumindest. Rebecca, du hast einen Slot frei, oder? Nein! Ja, aber genau, ich wollte ja die Flasche ablegen. Ja, ja, okay, alles gut, dann machen wir es so. Nein. Oh Gott, ich werde so verrückt mit der Steuerung. Oh, Slenderex, danke schön für die 1000-Bit-Bombe. Kadabloom. Ich mag das Spendenglas immer noch. Das wird aber auch nicht langweilig, finde ich. Okay, Greifhaken, der liegt wieder irgendwo mitten im Ladescreen, im Bildschirmübergang. Hier irgendwo muss er sein. Sehr gut. Ah, shit, genau. Das ist schön, ja. Das ist wirklich schön, dass mein Code Veronica eine eigene Cutscene kriegt, wenn man Nosferatu mit dem Messer besiegt. Nicht, dass ich das jemals in Real Life gemacht hätte. Aber cool, dass es geht. Habe ich jetzt schon gespeichert, Leute? Ich glaube schon, oder? Ich sehe schon, it's over 9000. Ja, das habe ich wirklich sehr teuer gemacht, weil ich möchte, dass das nie aktiviert wird, aber wenn, dann muss es das schon wert sein. Okay, hoch und erste Tür, okay. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, also es ist, ja, weil ich kann nicht einschätzen, wie laut das wirklich ist. Ich kann mir das bei dir gut vorstellen. Es gibt ja auch diese Lampe, die verschiedene Lichter und Formen macht, dass du da auch gespannt zuguckst. Ich hatte früher auf jeden Fall eine Lavalampe, falls du das meinst. Und die war schon sehr hypnotisch, ja. Fand ich schon immer sehr cool. Es gibt auch eine Cutscene, wenn man den mit dem Scharfschützengewehr tötet. Aber ist das nicht der Standard? So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel ich eingestellt habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel genau ich eingestellt habe dafür. Aber ich weiß noch, dass es viel war. Okay. Billy, du hast... Nee. Hast du gar nicht, oder? Düt-düt. Wenn der Jumpscare heißt, dann 2500. Nur 2500? Das finde ich viel zu billig. Jetzt kommt meine Lieblingscutscene. Ah, okay. Fallout fangen wir ungefähr um 8 an wieder. Bisschen danach wahrscheinlich. Wir müssen ja quasi die Bonuszeit neuerdings da oben jetzt auch mehr oder weniger halbieren, so ein bisschen. Oh, wisst ihr was? Das machen wir jetzt so. Ich habe einen Plan. Ich glaube, das machen wir jetzt heute auf jeden Fall mal experimentellerweise. Wir fangen mit Fallout an, wenn da oben 2 Stunden steht. Dann ist Fallout-Zeit. Und alle Bits und Subs und alles, was während Fallout reinkommt, wird dann Fallout zugerechnet. Das macht, finde ich, Sinn, oder? Das hier zum Beispiel. Slenderex, vielen Dank für die Bits. Aber ich hatte gerade Angst, dass der Jumpscare-Sound kommt. Aber der ist jetzt nicht gekommen, ne? Das war Absicht von dir, Slenderex, oder? Weil das gerade genau die Menge ist, die du geschrieben hast oder die geschrieben wurde. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Das ist sehr nett von dir. Okay. Ich weiß nicht, wie mich der Sound mal super irritiert hat. Da war ich super verwirrt. Okay, die 3 Grundprinzipien der Umbrella Corporation. Genau.
Soll ich die jetzt nicht aktivieren auch? Eigentlich wolltest du den Sound. Und warum hat das nicht funktioniert? Das wundert mich jetzt. Hast du auf das Bedienfeld gedrückt? Weil normalerweise funktioniert das. Wenn du unten da reinklickst, hätte das funktionieren müssen. Es sind 9500. Ah, das ist schon besser. Ja, ja, okay. Jetzt muss ich selber mal schnell nachschauen. Ihr verwirrt mich. Jetzt muss ich selber mal schnell auf meinen Kanal schauen. Jetzt muss ich selber mal schnell auf meinen Kanal. Genau. Neues Update. Okay. Bla bla bla. Ja, genau. Nee, warte mal. Der Jumpscare sind 2500. It's over 9000. Das ist nur ein Gag. Ich kann mich wieder erinnern. It's over 9000 kostet nur über 9000, weil das der Witz an der Sache ist. Versteht ihr? Der Jumpscare kostet 2500. Jumpscare ist genau. Okay, Slenderrex, dann mache ich den Jumpscare jetzt manuell an. Er hat natürlich nicht den Effekt, den er hat, aber dann bekommst du den wenigstens. Achtung, Warnung an alle jetzt. Wir sind jetzt netterweise vorgewarnt, jetzt wo es zum ersten Mal passiert. Jeder wird es hören. Okay, das war jetzt mit Vorbereitung gar nicht so schlimm. Aber so wäre das dann quasi normalerweise. Und ich glaube, wenn das im falschen Moment kommt oder im richtigen Moment, je nachdem, dann ist das ziemlich mies. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? War lauter als gedacht. Also für mich war es sogar leiser, als ich befürchtet habe. Aber ja. Viel zu laut. Okay. Oh Gott. Doch, mit Vorbereitung fand ich es auch schlimm. Okay, na gut. Vielleicht muss ich den teurer machen. Okay. Das kam bei euch anscheinend noch schlimmer an als bei mir. Entschuldigung an alle. Entschuldigung. Ich wollte das nicht. Aber hey, das Experiment war's wert. Klingt ein bisschen wie mein Notfallwecker. Oh Gott. Hey, ich habe mir so viel Musikstücke und ähnliches kaputt gemacht. Wirklich kaputt gemacht, weil ich die als Wecker eingestellt habe. Und jetzt hasse ich die Lieder. Stromzufuhr unterbrochen. Es ist Fledermauszeit. Ist Fledermaus hier? Okay. Lass mich kurz überdenken. Überdenken, was ich mache. I'll be back, Rebecca. I'll be Rebecca. Bin schon seit 4 Uhr wach und der hat mich null geschockt. Oh, ich bin heute auch schon voll früh aufgestanden, weil die Arschkatzen mich um 5 aus dem Bett geworfen haben. Und dann, und jetzt wird es ein bisschen eklig vielleicht für manche, dann bin ich in den Garten gegangen, weil ich mir dachte, hey, wenn ich schon wach bin, kann ich gleich mal alles gießen und so weiter. Ist ja wurscht. Und langweilig. Ja, ich höre schon auf. Danke für die Bitslanderex. Das hat sehr gut gepasst. Okay, ich mach's kurz. Und dann waren da draußen, weil es so früh war und die noch aktiv waren, Schnecken. Nacktschnecken. Und zwar Millionen. Holy shit. Ich habe noch nie so viel Nacktschnecken gesehen. Die waren überall. Ohne Witz.
die haben schon, weißt du, ich habe mich schon geärgert, weil die dauernd meine Erdbeeren wegfressen, die jetzt gerade reif werden würden und. Und die Paprikapflanzen sind alle tot und so weiter, voll nervig. Aber so viele, ich konnte keinen Schritt gehen, ohne auf Schnecken zu treten. Ich habe eineinhalb so normale Blumentöpfe, so in der Größe, eineinhalb davon komplett mit Schnecken gefüllt und die weggebracht. Ich will die ja immer auch nicht umbringen, aber gleichzeitig sind die so nervig. Ich finde Schnecken süß, aber Nacktschnecken finde ich ekelhaft. Ich respektiere die zwar. Hey, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die in meinem Garten leben. Das ist vollkommen cool. Aber die sollen halt nicht alles wegfressen, vielleicht, ne? Die können so ihren Bereich haben. Ich muss Schneckenzäune und sowas kaufen. Ich muss mich da besser vorbereiten. Das ist das erste Mal für mich, dass ich in einem freien Garten anbaue. Ich kenne diese ganzen Problematiken noch nicht, die damit einhergehen. Ich bin da vielleicht ein bisschen naiv rangegangen. Nächstes Jahr bin ich besser vorbereitet. Aber ja, okay, das ist meine langweilige Schneckengeschichte gewesen. Ende. Oh ja, habe ich tatsächlich drüber nachgedacht. Wenn unser Garten ein bisschen größer wäre, würde ich einen Teich anlegen und dann würde ich so entenfressende Schnecken mir holen. Das wäre eigentlich ganz cool. Die Eltern von einem Freund von mir, die hatten so chinesische Laufenten, glaube ich, hießen die. Und die waren eigentlich ziemlich geil. Die waren voll cool. Die sind immer so aufrecht gegangen, wie so Kürbisflaschen irgendwie, sahen die aus. Ganz lustig eigentlich. Und haben Schnecken gegessen und haben gechillt einfach im Garten und so. Das war schon cool, muss ich schon sagen. Entenfressende Schnecken? Habe ich das gerade falsch gesagt? Hier, weißt du, was ich meine? Ihr wisst schon, was ich meine. Oh Gott, oh Gott. Ja, genau, die Leeches. Das sind schon ziemlich entenfressende Schnecken. Auch wenn es keine Schnecken sind, obviously. Oh Gott, wenn die in getrennten Räumen stehen, ich hasse das. Ja, die doofen Nacktschnecken fressen mir auch die guten Pflanzen weg. Null Chance dieses Jahr. Wirklich frustrierend, ne? Da zieht man die den ganzen Frühling drin auf und kümmert sich und pflanzt die nach draußen. So viel Arbeit und man freut sich und dann kommen die Schnecken und fressen alles weg. Nee, bin kein Fan von Nacktschnecken. Und ich bin kein Fan davon, dass ich dauernd den falschen Knopf drücke. Dann hör doch auf, Nacktschnecken groß zu ziehen. Ja. Okay. Fledermaus! So, ich jeden Tag im Garten. Ich jeden Tag im Garten, Slenderick. Dankeschön. Fledermaus, du kommst genau im richtigen Moment. Das ist ja witzig. Das ist ja perfektes Timing, guck. Dein seltsamer Onkel von der Weihnachtsfeier ist da. Nein, das war gerade der... Ja, absolut der blödste Knopf, den ich hätte drücken können. Ah, er hat nachgeladen, während ich weg war. Das ist doch nett. Na Gott sei Dank, endlich habe ich mal getroffen. Mein Gott. Ja, ich kann fliegen. Au. Dass der auch mit dem Auto-Aim auf die kleinen Fledermäuse zielt, der ist schon ein nerviger Bosskampf. Vielleicht hat die Umbrella Corporation etwas gegen Schnecken. Ich weiß nicht, ob ich das benutzen will. Am Ende sind die Pflanzen, die gefressen werden, mein kleinstes Problem, ne? Ja.
Ich weiß gar nicht, was die Fledermaus vorhat, wenn sie mit mir rumfliegt. Ne? Das ist ein sehr komischer Angriff. Das ist ungefähr so weird wie Nemesis, der Chillimer packt am Hals oder am Kopf und dann wegwirft. Es ist so das Uneffektivste, was er in der Situation machen könnte, oder? Nemesis könnte Chill ständig töten, wenn er wollte. Ja, da haben wir sie schon. Ja, die ist wirklich nervig schnell, weil Billy braucht so lange, um zu zielen. Und bis der mit Auto-Aim dahin zielt, wo die ist, ist die schon weg. Haben wir jetzt irgendwas eigentlich mitgenommen, was wir gebraucht hätten, storymäßig und so? Eigentlich nicht, aber ich glaube, ich speichere nochmal. Barrys Waffe gegen Leben, das wäre schon gut. Wobei, die Granaten würden nie treffen. Nemesis will doch nur von Chill geliebt werden, vielleicht. Wer weiß, was da unterbewusst in dem vorgeht, ne? Das ist eine Schreibmaschine. Oh, ist hier wirklich nur ein Farbband gewesen? Nee, ich hab's nur abgelegt. Brav. Wie sich das gehört. Ja, genau. Damit speichern wir jetzt. Wir ritzen einfach mit den Haken vom Greifhaken unseren Namen ins Papier. Das müsste doch auch gehen. Was liegt da eigentlich für ein seltsamer Zauberstab auf dem Tisch hinter der Schreibmaschine? Ist das ein Gehstock oder was soll das sein? Oder der größte Füller der Welt oder so. Ich weiß es nicht. So. Wer würde gewinnen? Captain Planet oder Frank Corrigan? Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich Captain Planet. So uncool ich Captain Planet finde, ich glaube, der wird mit Frank Corrigan fertig werden tatsächlich. Weil gegen die Kräfte von Liebe, da hat Frank Corrigan keine Chance, glaube ich. Erde, Feuer, Wind, Wasser, easy. Aber bei Liebe, glaube ich, da wäre es vorbei. Wenn Captain Planet sein Herz öffnet und Corrigan seine Schandtaten sieht, dann... Ah, guck mal. Okay, alles klar. Ich lasse genau das liegen, was wir brauchen. Aber ich gehe mal ganz kurz raus. Frank Corrigan gegen Nemesis. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Da würde ich immer Frank Corrigan sagen. Solange es um normale körperliche Auseinandersetzungen geht, Frank Corrigan. Ne, wenn nicht irgendwie krass übernatürliche Kräfte am Werk sind, dann ist Frank Corrigan schon so ziemlich der krasseste. One Punch Man würde ihn noch fertig machen. Es gibt ein paar Figuren, ich meine, die haben auch Superkräfte, aber Frank Corrigan hat basically auch Superkräfte. Aber die sind jetzt nicht magisch oder so. Aber so ein Superman, ein One Punch Man, ein Son Goku, ne? Jeder in Dragon Ball. Der Herr der Schildkröten würde Frank Corrigan fertig machen. So vom Power Level her. Aber so normale Menschen, irgendwie so relativ normale Menschen, da würde ich immer sagen, Frank Corrigan gewinnt. Wäre das eine Idee für einen Bonus-Stream, Fallout 1 diplomatisch zu spielen? Das ist tatsächlich eine gute Idee, ja. Hulk vs. Nemesis. Ja, das gibt's ja im Grunde sogar, ne? In Marvel vs. Capcom im Ende von Hulk, da sieht man ja, wie er Nemesis verprügelt. Hulk wird natürlich auch mit allen kurzen Prozess machen. Von Nemesis bis Frank Corrigan. Überhaupt kein Problem. Der smasht einfach. Wesker gegen Corrigan wäre tatsächlich interessant, glaube ich, ne? Das stimmt. Weil Wesker ist schnell und wendig und klug. Wesker ist so ziemlich die einzige Resident Evil Biowaffe, zumindest so von den klassischen Biowaffen, die intelligent ist. Und das ändert natürlich alles. Der kann es intelligenztechnisch mit Corrigan aufnehmen. Das ist natürlich schon. Das ist was anderes. Ja. Muss man schon sagen.
Spawn. Ich kenne mich mit den Kräften von Spawn nicht genug aus. Da kann ich nichts dazu sagen. Aber ist nicht irgendwie Superman ziemlich fragil gegen Magie? Ist nicht Magie Supermans Kryptonit? Sozusagen. Weil das könnte dann schon sein. Oh, warte mal. Hä? Warum habe ich gerade Säuregranaten aufgehoben? Wo kam denn die Säure? Hä? Jetzt bin ich tatsächlich sehr verwirrt. Da lagen einfach nur Feuergranaten. Ich habe doch nur Feuergranaten abgelegt, oder? Ich bin wirklich verwirrt, aber ist okay, die nehmen wir natürlich auch mit. Barrys Waffe gegen Lebendes. Super cool. Das war jetzt nicht mein Plan. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Geil. Okay. William Birkin. Ich glaube, Chi könnte es schon krafttechnisch vielleicht mit zerstörungskrafttechnisch im Nahkampf mit Dingsy aufnehmen. Mit Horrigan. Aber Horrigan ist zu klug. Und noch krasser. Weißt du, ich glaube, der kommt auch nicht durch seine Power-Rüstung durch. Der ist auch mehr gepanzert. Ja, jetzt haben wir endlich die Waffe gegen lebende Dinge. Hurra! Hi, Dennis. Ich will gar nicht alleine gehen, Rebecca. Ich will nur auf die Karte gucken und bin zu blöd, den Controller hier zu bedienen. Alles gut. T00. Ja, nee. Definitiv Frank Corrigan. Aber Superman wird natürlich... Ist eh ganz klar. Superman wird natürlich Frank Corrigan pulverisieren. Das ist kein Wettbewerb. Außer Frank Corrigan ist aus Kryptonit. Vielleicht ist der FEV in Wirklichkeit nur flüssiges Kryptonit oder so. Das würde natürlich alles ändern. Das kann natürlich sein. Markus Tagebuch. Markus, ich glaube, Markus hat so geredet. Ich glaube, so alte Menschen in den 1920ern oder so, die haben einfach immer so geredet. Das war deren normale Stimme. Das ist kein alter Radioeffekt, die haben wirklich so geredet. Evolution. Deswegen hat Markus... Vorsicht! Vorsichtig wie ich bin, habe ich meine Baby in eine Spezialkapsel gesteckt. Aber bei mir sind die nicht sicher. Ich muss sie verstecken. Ein Eichenblatt versteckt im Wald. Die Kapsel lässt sich nur mit einem speziellen Verdünner öffnen. Spencers Handlanger wird das niemals gelingen. Okay. Titel kommen uns nicht bekannt vor. Willst du nicht aufstehen und uns angreifen vielleicht? Hä? Wie wär's denn damit? Moment mal, warum konnte ich jetzt eigentlich mit ihm gerade den Greifhaken benutzen und im Zug heißt's, nee, Billy ist viel zu schwer, lass mal lieber Rebecca das machen. Ha. Zum OP-Raum müssen wir jetzt gerade noch nichts schicken. Hey, ohne Witz, an dem Fledermaus-Bosskampf konnte ich mich noch gut erinnern, aber ich glaube wirklich, hier ist jede konkrete Erinnerung an Resident Evil Zero weg. Komplett weg. Das alles hier kenne ich gar nicht mehr. Frank vs. Dimitrescu. Wenn Dimitrescu in ihrer Drachenform ist, ne, da wird's interessant, das stimmt. Weil ansonsten ist Frank Corrigan quasi Dimitrescu, nur mit Plasmawaffen und super krasser Rüstung. Ach, dammit. Aber in Drachenform wird's natürlich nochmal interessant. Das stimmt.
Thanos gegen Frank Corrigan. Hat Thanos seine Steine? Ich kann ehrlich gesagt die Kampfkraft von Thanos ohne Steine nicht einschätzen, was der dann kann. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Eine Sammlung von Igel-Exemplaren. Knopf drücken, okay. Drücken wir mal den Knopf. Was kann schon schiefgehen? Eine der Kapseln glüht. Das Objekt können sie nicht tragen. Natürlich können wir das nicht. Thanos hat ohne seine Steine immense Kraft. Mit Marvel kenne ich mich sehr gut aus. Aha, okay. Heisenberg mit Telekinese. Das ist natürlich die Frage. Könnte Heisenberg einfach seine Powerrüstung quasi neu formen? So, ne? Das wäre natürlich krass. So, wir müssen mal den Inventarplatz freimachen, während uns der Igel beißt. Brauchen wir den nochmal, den Greifhaken? Ich lasse ihn hier mal liegen und werde mich nachher sehr ärgern. A-Team, jetzt... jetzt kommen die guten Fragen. Das A-Team könnte bestimmt, wenn die ein bisschen Vorbereitungszeit haben, das ist die Frage. Wenn die ein bisschen Vorbereitungszeit haben, dann könnten die definitiv was bauen, das mit Frank Corrigan fertig wird. Außerdem würden die sich einfach verkleiden und hier, wie hieß der Anführer vom A-Team gleich nochmal? Der wird sich einfach als Präsident der Vereinigten Staaten verkleiden und Corrigan befehlen, dass er ins Schwert springt oder so. In der Kapsel scheint ein Igel zu sein. Der Deckel lässt sich nicht öffnen. Vielleicht ist er mit einem speziellen Material versiegelt. Vielleicht. Dieses 5 cm dicke braune Zeug, ne? Wer weiß, wer weiß. Frank hat Intelligenz 10. Das stimmt, aber ich glaube, Hannibal heißt er, genau. Hannibal hat, glaube ich, Sprache 200 gemaxt. Charisma 10. Ich meine, der Meister hat auch Intelligenz 10 und den kann man davon überzeugen, dass sein Plan keinen Sinn macht. Obwohl die Erklärung, warum sein Plan keinen Sinn macht, keinen Sinn macht. Weil das ja nur eine Zwischenstufe für seinen großen Plan ist, aber gut. Speichern. Maschinenraum. Okay, cool. Weißt du, ich glaube, dass die Kiste fehlt, macht mir auch so ein bisschen meinen Spaß am Looten kaputt, den ich normalerweise in Resident Evil habe. Das ist, glaube ich, für mich auch so ein Problem an Zero. Weil ich nicht mehr alles so stapeln kann. Wisst ihr, was ich meine? So dieses, oh, das kommt auch noch rein und das auch noch. Warte mal, Billy, willst du mir erzählen, dass du das nicht kombinieren kannst, jetzt einfach hier außerhalb vom Inventar? Das ist ja wirklich nervig. So. MacGyver würde Frank Corrigan besiegen, wenn er ein Kaugummi und eine Büroklammer zur Verfügung hätte oder ähnliches. Dann ja. Aber ansonsten wird es schwierig. Dann würde er ihm nämlich, dann würde er mit seinem Pin, den er sich da zusammenbaut, würde er wahrscheinlich Horrigans Fusionsreaktor aus seiner Rüstung popeln. Und dann, ich komme nie wieder aus diesen beiden Bildschirmen raus. Zu hoch zum Runterspringen, okay. Brauche ich da die Seilwinde nochmal? Ah, oh, das könnte man versuchen, ne? Dammit. Und Klebeband, ja, genau. So, ich muss mal ganz kurz mich auf das Spiel konzentrieren. Okay, wir haben noch ein paar Räume vor uns. Dann schauen wir weiter. Ja, aus Kaugummi,
Backpulver und einem Schweizer Taschenmesser baut er einfach eine Bombe und sprengt die ganze Ölbohrinsel in die Luft. Oh oh, it's a trap. Akten zum Egelwachstum. 3. Februar 1978. Habe 4 Egeln Tee verabreicht. Zunächst leben sie als Parasiten und Raubtiere. Dann vermehren sie sich. Dank dieser biologischen Merkmale sind sie ideale Kandidaten für die Biowaffenforschung. Ansonsten würde keine Änderung beobachtet. 10. Februar 1978. Verzeihung, seit der Verabreichung von Tee sind 7 Tage vergangen. Größe rapide verdoppelt. Erste Anzeichen der Verwandlung. Vermehrung erfolgreich. Ihre Anzahl verdoppelt sich in einer Stunde. Aber ihr Heißhunger führt zu Kannibalismus. Schnelle Fütterung erhöht. Schnell Futtermenge erhöhen, aber 2 wurden gefressen. 7. Mai. Ist das so ein Mathe-Rätsel? Muss ich mitrechnen? Ich weiß es nicht. Warte mal kurz, da wurde was vom Automod kassiert, was gar nicht schlimm war. Erlauben. So. 7. März 1978. Hab ihnen Lebendfutter gegeben, aber die Hälfte verloren. Saita, vielen, vielen Dank für deine YouTube-Mitgliedschaft im 5. Monat. Dankeschön. Sehr nett von dir. Brauchst den Greifhaken an der Stelle nur noch und dann kannst du ihn endgültig liegen lassen. Alles klar, dankeschön. Lebendfutter gegeben, aber die Hälfte verloren, weil Lebendfutter sich wehrt. Ha, was hat er denen denn gegeben? Musste das sowas Großes sein, dass das die Igel töten kann? Die Igel lernen jedoch aus Erfahrung und gehen zu gemeinsamen Angriffen über. Keine Anzeichen mehr von Kannibalismus. Ihre Entwicklung übertrifft alle Erwartungen. 22. April 1978. Individualität der Egel selbst bei Fütterung nicht mehr präsent. Sie bewegen sich als Gruppen, fressen mit erstaunlicher Effizienz alles, was ich ihnen gebe. 30. April 1978. Ein Mitarbeiter hat meine Experimente entdeckt. Sind Menschen als Futter geeignet? Wie reagieren die Egel? Wollte schon eher kommen, gab aber Walnussgroßen Hagel bei uns. Oh, okay, crazy. Hatten wir vor ein paar Tagen auch mal, aber nur kurz. Also Walnuss bei weitem nicht. Nee, eher so Kichererbsen oder so. 3. Juni 1978. Ein denkwürdiger Tag. Heute habe ich mich nachgemacht. Was? Heute haben Sie mich nachgemacht. Sie erkennen also Ihren Vater. Wunderbare Kinder. Ihr gehört mir alleine. Okay, das ist auf so vielen Ebenen weird. Keep out, und da ist Giftgas drin. Wollen wir die Tür öffnen, Billy? was soll schon schief gehen eigentlich, ne? Oh. Momentan ist das Gerät leer. Können wir da unsere Egelflasche reinlegen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Let's go. Nee, gut. Wie ich mit den Nacktschnecken, ja, ich hab da eher eine andere Beziehung zu den Nacktschnecken, eher gegensätzlich so. Der gute Markus, ja, der war schon ein spezieller, den muss man kennen, ne? Der ist bestimmt ein netter Kerl, wenn man den mal ein bisschen kennenlernt, aber so auf den ersten Blick, schon ein bisschen weird. Ah! Oh, Double Headshot, Billy. Das war ziemlich cool. Ich hab mal geguckt, ne, ich glaube in der ersten Resident Evil Zero Folge kam ja die Frage auf, warum hier eigentlich keine Crimson Heads draus werden. Und ich konnte die Frage nicht so hundertprozentig beantworten, weil ja, hier haben die Egel den Ausbruch verursacht und die Egel haben noch einen älteren T-Virus, der hat vielleicht keinen We-Act. Hier werden deswegen die nicht zu Crimson Heads. Macht ja Sinn, ist ja okay. Aber gleichzeitig sind die ja auch letztendlich für den Ausbruch in der Villa verantwortlich. Dann müssten ja in der Villa zumindest sowohl der
Egel-T-Virus als auch der React-T-Virus, der Epsilon-Strang, ausgebrochen sein. Und das würde bedeuten, dass es so ein bisschen durchmischt sein müsste. Außer natürlich der T-Virus, der Epsilon-Strang ist dominanter als der andere, ne? Keine Ahnung. Man kann es auf jeden Fall schon lore-technisch so erklären, wenn man will. Untersuchungsbericht. Dr. Marcus, Mitbegründer mit Präsident Spencer von der Umbrella Corporation. Vor 10 Jahren verschwunden. Die Ergebnisse seiner Forschung wurden seither unter Verschluss gehalten. Der Grund wurde hier in der von Dr. Marcus geführten Ausbildungsstätte deutlich. Nun nicht direkt hier, sondern im Keller. Alles wurde klar, als wir dorthin gingen. Wir fanden den Beweis für Dr. Marcus' Arbeit an einem T-Virus-Prototypen namens Progenitor. Ja, hier ist das lore-technisch ein bisschen schwierig. Das liest sich komisch. Das hat Resident Evil 5, würde ich sagen, so leicht geretconnt. Aber es geht schon noch. Es ist jetzt kein krasser Lore-Verstoß, den wir hier sehen. Gibt die gelbe Karte, aber geht schon noch. So. Progenitor. Scheinbar nutzt er jahrelang Mitarbeiter des Unternehmens als Versuchskaninchen. Wir wissen nicht, wie viel er für seine Arbeit missbrauchte, doch den Indizien zufolge waren es mindestens 20 Personen. Einige wurden absichtlich getötet, um das schreckliche Geheimnis zu wahren. Der derzeitige Aufenthaltsort des Doktors ist unbekannt. Angesichts des rapiden Wachstums der Umbrella Corporation ist er in der letzten Zeit... Vermute ich stark, dass diese Forschung noch läuft. Ja, sein Experiment lebt und wächst im Geheimen. Diese Dinger, die Früchte seiner Arbeit, sind überall in der Anlage. Die restliche Seite des Notizbuchs fehlt. Okay, vielleicht hat die Leech Queen auch niemand infiziert, sondern nur dafür gesorgt, dass der Epsilon-Strang ausbricht. Ja, eben, genau. Also, das kann man schon erklären, wenn man will. Genau, der Epsilon-Strang brach ja in der Villa aus. Aber halt nicht von alleine, sondern eben auch verursacht durch Marcus. Die schlimmsten Redcons hat sowieso Fallout wie Chat und Supermutanten. Ich schreibe da gerade ein Skript für ein Video zu dem Thema. Ich habe nämlich eine Theorie ausformuliert. Es macht alles Sinn, Leute. Es macht alles Sinn jetzt. Es macht alles Sinn. Wirklich. Ich habe eine Theorie, die passt, finde ich, so gut. Und die vereint die ganze Fallout-Welt wieder und stellt die ganzen Redcons richtig und so weiter. Und dann passt alles ziemlich gut ineinander. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Aber ich brauche noch ein bisschen. Das ist komplex. Ich muss das ist schwierig zu erklären. Ich muss da, ich habe da eine genaue Struktur. Ja, das seht ihr dann schon. Brauche noch ein bisschen. Was ich gerade geschrieben habe, was hältst du davon? Was hast du gerade geschrieben? Virus? Was wäre denn, wenn der Mensch mit einer bestimmten Krankheit dann für Crimson Herz werden? Ach so, du meinst, wenn nur Menschen, die eine bestimmte Krankheit haben, Crimson Herz werden? Nee, also das wird eigentlich ganz klar erklärt, dass das wirklich der... Es gibt ja... Das ist ein bisschen verwirrend, weil... Es gibt verschiedene Epsilon-Stränge vom T-Virus. Also in Raccoon City in Fallout 2 bricht auch ein Epsilon-Strang des T-Virus aus, aber der hat nicht den React, den der Epsilon-Strang des T-Virus hat, der in der Villa ausbricht. Ne? Das ist alles so ein bisschen okay. Und ja, genau. Und der React im T-Virus, der sorgt eben für diese weitere Mutation zum Crimson Head. Gleichzeitig werden die Crimson Heads in manchen Dokumenten auch als Reacts bezeichnet, was natürlich alles noch ein bisschen verwirrender macht. Aber ja. Es ist kein Drogentrip, nee. Es ist kein Drogentrip. Es hat mit Zeitreisen zu tun, aber nicht nur.
Genau, der Virus, der WEAG, sorgt einfach dafür, dass es zu weiteren starken Mutationen kommt, halt einfach. Und der in Raccoon City, der ist ja sehr ähnlich wie der in der Villa, nur dass da eben zufällig die Mutation zum Licker oder zum Palehead ausgelöst werden kann. Ist quasi verwandt zu dem in der Villa, aber anders. Das wurde erst im Nachhinein tatsächlich aufgeklärt. Ich weiß nicht, ob das Umbrella Chronicles war oder sowas, aber das wurde erst später quasi wirklich offiziell so zum Kanon. Davor war das relativ unbeantwortet und es gab die Fan-Theorie. Oh nein, die brauchen wir hier gar nicht. Shit, ich dachte echt, damit kommen wir da runter. Zu hoch zum Runterspringen, ist doch perfekt. Benutze es. Nee, geht nicht. Schade. Ah, aber wartet mal, ich kann jetzt, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich kann den Greifhaken ja jetzt Rebecca mit dem Aufzug runterschicken und die kann dann auch hochkommen. Das macht Sinn. Genau, früher gab es ja die Theorie, dass quasi die Licker vielleicht Weiterentwicklungen der Crimson Head sind. Dass ein alter Crimson Head irgendwann zum Licker wird, so ungefähr. Aber nee, das wurde dann erklärt. Wäre aber auch eine schöne Theorie, weil warum nicht? Man findet ja sogar in Outbreak diese komische Zwischenstufe, wo man nicht genau weiß, ist sie jetzt quasi ein Zombie, das gerade so in der Entwicklung zum Crimson Head ist, zum Licker ist? Oder ist das... Nee, warte mal, ich bin hier falsch. Oh, aber hier ist ein Zettel, den ich ganz übersehen habe. Oder ist das so eine einzigartige Mutation? Das passiert ja öfter mal mit dem T-Virus. Aber ja, okay. Und die hat auch noch so ein bisschen Crimson Head-Elemente, finde ich. Aber gut. Tagebuch des Laborleiters. Der Laborleiter war, glaube ich... Ich wollte eine andere Taste drücken, aber okay. Der Laborleiter war, glaube ich, Erwin von den Chipmunks. Heute gemäß Markus' Befehlen Zugangscode für Plattform geändert. Ich frage mich, worauf der Code basiert. Er sagt, es hätte was mit dem Wachstum seiner Kinder zu tun, aber er ist ein Einzelgänger, nicht verheiratet und hat auch keine Kinder. Was meint er bloß damit? So. Hallo, General. Ein WeAct gab es auch in Resident Evil 6, oder? Beim C-Virus. Oh, das kann ich dir spontan ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das weiß ich gar nicht. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Wo ist denn der Aufzug? Ich wechsle mal zu Rebecca. Dachte, der Aufzug wäre hier irgendwo in dem Raum gewesen. Interessant, dass hier unten die Schränke, oder? Ich glaube schon, die Schränke genauso aufgestellt sind wie oben die Regale irgendwie, ne? Ja, hier ist der Aufzug. Aber der ist doch oben nicht hier, oder doch? Hä? Du hattest schon ein Video mit Paralleluniversum und Zeitreise. Was schon die ganzen Lore-Probleme lehren soll. Nee. Ich habe da wirklich einen roten Faden gefunden. Aber ich will da jetzt nicht zu viel verraten drüber. Weil das muss ich erst noch alles ausarbeiten. Ich erinnere mich noch aus einem Video von dir, dass in Resident Evil 6 die Zombies komplett weiterentwickeln, wenn sie schwer verletzt wurden. General Dominik ist jetzt ein Bird Rider. General Dominik, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Freut mich sehr.
Sehr nett von dir. Tatsächlich klingeln da bei mir auch Glocken, das kommt mir bekannt vor, aber ich kann es euch echt nicht mehr sagen. Ich habe mich länger nicht mehr mit Resident Evil 6 und dem C-Virus beschäftigt, deswegen bin ich da gerade, weiß ich einfach gerade nicht mehr. Sag mal, ich stand doch mit Billy schon vor diesem Aufzug nach oben, aber ich habe einfach kein Kurzzeitgedächtnis, ne? Ich habe einfach keins. Ich schau nochmal in dem Raum. So viele Räume gibt's hier nicht. Wir werden das schon finden, das Ding. Nee, kann ich nicht sagen, wann das Video kommt, aber wahrscheinlich zeitnah. Die nächsten Wochen. So. Dieses Wochenende wird knapp. Ach, guck mal. Dieses Wochenende wird knapp, aber vielleicht schon das darauffolgende. Sag mir nicht, dass ich das nicht benutzen kann, um den Greifhaken hochzuladen. Mein schöner Plan. Mein teuflischer Plan. Kann wirklich sein, dass der zu groß ist, ne? Nein, das Objekt ist zu groß. Was braucht denn Rebecca dann da oben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, mit Billy komme ich hier unten gerade nicht weiter. Dann schaue ich mich mal nochmal mit Rebecca oben um, kurz. Hi, Wally. Hallo, Stefan. Und alle, die gerade noch dazugekommen sind. Aber mit Rebecca kommen wir, glaube ich, auch nicht wirklich weiter, ne? Die kommt da nicht hoch. Und da ist auch Sackgasse. Ich muss mich nochmal umschauen. Und vor allem muss ich nochmal kurz in die Inventare der beiden schauen. Okay, sie hat nur Waffen und Munition. Er hat den Greifhaken und das da. Und ich habe irgendwas gelesen von dem Code, den ich irgendwo eingeben muss. Aber ich habe auch noch kein Bedienfeld Aha. Aha, da müssen wir jetzt erstmal das Ding öffnen. Ich kann mich an den ohne Scheiß. Ich kann mich an den Abschnitt einfach nicht mehr erinnern. Nicht mehr erinnern. Der ist komplett gelöscht aus meinem Gedächtnis. Ist crazy. Ich liebe deine Theorie-Videos. Habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht, ne? Irgendwann hat man alles durchtheorisiert. Aber das ist, glaube ich, gut, das Neue. Hab alles schon geschaut. Kann man auch gut neben Zocken hören. Hat es einen Grund, warum Billy nur das Jagdgewehr und nicht die Shotgun hat? Ja, weil ich die Shotgun habe liegen lassen. Das ist der einzige Grund. Ich war zu faul, dass ich das nochmal durchwechsle. Das ist alles. Mein erstes Fallout 2 Let's Play war vor 7 Jahren. Dein zweites war vor 5 Jahren. Ach, du meinst, mein erstes war vor 7 Jahren. Hey, dann war das eines der ersten Sachen, die ich gemacht habe jemals. Aber ich kann mich da wirklich nicht mehr erinnern. Ich muss mich jetzt mal kurz in Ruhe umschauen. Weil ich habe hier irgendwas übersehen. Ich habe hier eine rote Chemikalie und eine grüne Chemikalie. Muss vielleicht mal Rebecca hier hochkommen? Soll ich vielleicht mal Billy gegen Rebecca tauschen? Die kann zumindest was mit den Chemikalien hier anfangen. Vielleicht ist das ein Hinweis für mich. Jetzt schaue ich noch mal kurz ganz bewusst in den Raum, damit ich mir merke, was da ist. Beim C-Virus waren ja ganz so viel DNA von Insekten drin. Und wenn man zum Beispiel den Kopf verletzt hat, mutiert er. Genau. Wenn der Infizierte jedoch an mehreren Stellen verletzt wird, dann verpuppt er sich komplett. Ja, genau. Aber ob das jetzt auch mit einem We-Act erklärt wird, wie die Crimson Hands, da bin ich mir nicht mehr sicher. Das kann ich nicht mehr sagen. Also hier ist die eine Chemikalie und da unten im Nachbarraum ist die nächste Chemikalie. Okay. Trinken nicht vergessen, da hast du recht, Velo. Wo sind meine Getränke? You want stars? I'll give you stars. I'll give you stars.
Der Satz ist so gut, weil er so keinen Sinn macht. Außer Resident Evil spielt in so einer Comicwelt. Und wenn sie dann auf ihn irgendwie schießt auf den Kopf und der prallt so ab von ihr, dann fliegen Sternchen um seinen Kopf. Das könnte sein. Bloodshot heißt der Zombie-Mutant. Ja, die kenne ich. Und die werden quasi offiziell durch den Wii-Act erzeugt. Okay. Also, hier geht's jetzt erstmal nicht weiter, ne? Ich komme nicht da runter. Ich komme nicht da rein. Geht nix. Okay. Jetzt, wo du sagst, kann ich mich, glaube ich, erinnern. Die Bloodshots sehen ja auch Licker sehr ähnlich, ne? Ich glaube, da wird sogar irgendwie eine Verbindung zwischen Licker und den Bloodshots hergestellt. Genau. Welcome! Ebenfalls. Ebenfalls welcome. Leroy Jenkins! Dankeschön, Slenderax, für Leroy Jenkins. Der ist ja fast genauso laut wie der Jumpscare, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dankeschön für die Bits. Ach, jetzt kann ich den Greifhaken auch nicht benutzen, um hier wieder runterzugehen. Okay, gut. Dann muss ich jetzt einfach mal nochmal mit Rebecca gucken, ob ich mit ihr irgendwas übersehen habe da unten. Nein! Nein, aufhören, das muss ich wieder rausschneiden. Das muss ich wieder rausschneiden. Wir sind bei 1,30. Okay, muss ich mir merken. Ich schreibe es mir auf. Mag YouTube immer gar nicht, wenn hier dieses originalgetreue Titanic-Lied kommt, das nicht vom Original zu unterscheiden ist. Das verbotene Lied, ja genau. Aber mittlerweile ist es schon, na, es muss schon, das gehört schon fast dazu. Das muss drin bleiben. Ja. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich helfen. Hey, du kannst mir gerne einen Tipp geben, wie es weitergeht. Weil ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. So oft. Ganz genau. Ganz genau so. Dankeschön, Slenderax. Ah, ich wollte nicht durch die Tür gehen. Ich wollte schauen, ob ich das Schild da lesen kann. Ganz Game Over sind wir noch nicht, zum Glück. Eine Treppe führt nach oben, aber sie ist eingestürzt, kann nicht benutzt werden. Ja, und hier ist der Aufzug, ne? Und mehr Spielraum haben wir mit Rebecca gar nicht. Billy hat ein Item, was Rebecca mit bestimmten Chemikalien benutzen muss. Ja, aber jetzt pass auf, wo kriege ich denn die Chemikalien her? Weil ich bin mit Billy jetzt hier hochgefahren mit dem Greifhaken. Ich wollte ja ich wollte die beiden jetzt eigentlich austauschen, aber das geht nicht, ne? Deswegen bin ich mir nicht sicher. Ich finde, der Mario 64 Game Over Sound ist der ultimative Game Over Sound. Der geht immer. Ich gehe geradeaus durch. Ich schaue mir immer die Monster-Lore-Videos über Resi an, also die lange Version, gut zum Einschlafen. Ja, das freut mich. Ich mag diese super langen, super Cut-Videos auch echt sehr gerne. Auf die arbeite ich ganz oft hin im Grunde mit meinen Projekten. Aber gut, dann weiß ich dank eurem Tipp schon mal, dank dem Tipp von General schon mal, dass ich das da runterschicken kann, muss. Hey, listen!
Dankeschön, Slenderrex, für die Bits. Ich höre euch eh zu. Ich schaue mehr in den Chat als ins Spiel. Ich würde gerne Sasa Perilla in echt trinken. Mich würde tatsächlich auch interessieren, wie das schmeckt, weil ich kann mir nichts drunter vorstellen unter Sunset Sasa Perilla. Da haben wir, glaube ich, eh schon mal drüber geredet. Habe ich schon mal erzählt irgendwann. Würde mich wirklich interessieren, wie das schmeckt. Oh ja, die Turok-Videos, ne? Es ist schon cool. Ich mag das ganz gerne, wenn ich mal ab und zu so Ausflüge eine ganz andere Lore mache, weil ich hatte auch keine Ahnung von Turok-Lore. Ich habe quasi... ich habe quasi sehr viel gelernt dadurch. Slenderrex, nochmals danke fürs Chill-Sandwich. Köstlich. Hi, Boss. Hi, Retro, was geht? Die Timeline-Videos, das Resident Evil Timeline-Video, ja. So. Ich kann wahrscheinlich aber nicht mein Täschchen da hochschicken, ne? Ich weiß echt nicht. Ich weiß wirklich nicht. Oh nein, jetzt habe ich... Oh, dammit. Jetzt habe ich das grüne, die grüne Substanz da drin benutzt. Hier ist gerade richtiges Weltuntergangsgewitter bei dir, oder wie? Krass. Okay, keine Ahnung. Du brauchst noch eine Chemikalie, ja, aber wie denn? Ich verstehe wirklich nicht wie. Weil Billy ist jetzt da oben und ich krieg Billy nicht mehr runter. Ich kann Rebecca den Greifhaken nicht geben. Und hier sind zwar die Auffüllbehälter mit Chemikalien. Aber da brauche ich einen Behälter dafür. Aber ich habe keinen Behälter dafür. Billy hat keinen Behälter dafür. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es müsste auch unten funktionieren. Ich würde gerne Nuka-Cola in echt trinken. Aber ich glaube, das schmeckt nach Coca-Cola. Eben, davon gehe ich auch aus. Es müsste auch unten funktionieren. Ich weiß halt wirklich nicht, welche Chemikalien gemeint sind. Leider. Nuka-Cola Quantum wäre auch interessant, ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ein bisschen ungesund auf jeden Fall. Hast du schon mal die Dragon Age-Reihe gespielt? Ja, klar. Ich habe zum Beispiel jeden Teil sich 45 durchgespielt. Alle drei Teile mit unterschiedlichen Wegen, zum Beispiel Magier, okay, dominiert, Heldenmagier. Ich hab die nicht so oft durchgespielt, aber gerade Origins mag ich sehr gerne. Origins habe ich auch wirklich sehr oft angefangen, definitiv. Nicht so oft durchgespielt. Ich muss doch wohl nicht zurück nochmal, oder? Kann ja nicht sein. Wäre voll nervig. Sonst wird Rebecca zurückgehen. Tatsächlich, ich wollte gerade sagen, das würde wohl nicht notwendig sein, dass ich die Chemikalien noch mal aus dem Haus hole. Das wäre ja voll nervig. Aber das könnte schon sein, weil gerade weiß ich es wirklich nicht mehr. Ich bin sehr verwirrt, muss ich euch ganz ehrlich sagen.
Ja, ich freue mich auch schon sehr auf den vierten Teil. Den K habe ich auch noch viel besser in Erinnerung. Und ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich werde den vierten Teil jetzt dann zum ersten Mal spielen, seit das Resident Evil 4 Remake draußen ist. Das bedeutet, dass ich zum ersten Mal den direkten Vergleich habe und dann entscheiden werde, welches Spiel ich tatsächlich besser finde. Ja, ja, ich hätte Rebecca hochschicken müssen, aber ich wusste es vorher nicht. Ich muss jetzt wirklich mal, ich schaue jetzt mal schnell nach, ob ich wirklich mit ihr ins Haus zurücklaufen muss zu den Chemikalien. Das wäre ja irgendwie ein bisschen nervig. Warum lassen die mich dann mit Billy überhaupt hoch? Das ist ja wirklich voll doof. Resident Evil Zero. Ekelkapsel. Nur mit Hilfe von Rebeccas Chemiekasten und einigen Chemikalien, die man mitnehmen, miteinander mischen muss, kann die Kiste geöffnet werden. So weit sind wir auch schon, ja? Aber welche Chemikalien? Und wo kriege ich die her, verdammt? Grüne Chemikalie. Umbrella-Ausbildungszentrum. Im Labor. Umbrella-Werk, bla 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 bla. Nur Rebecca Chambers kann mit der Chemikalie was anfangen. Kann die Chemikalie alleine als Gegengift verwenden. Selbe Wirkung wie blaues Kraut. Andere Chemikalien wie blaues Kraut und rotes Kraut. Mischung braucht Batteriesäure. Rote Chemikalie. Okay, ich brauche quasi blaue und grüne. Da muss ich wirklich mit ihr zurück, ne? Weil ich glaube tatsächlich, die blaue Chemikalie kriege ich wirklich nur im Ausbildungszentrum. Aber dann muss ich sowieso nochmal. Die habe ich gar nicht gesehen. Oh, mich nervt das Spiel wirklich. Mich nervt das Spiel wirklich gerade ein bisschen. Ohne Witz. Die Rätsel sind schon ein bisschen nervig. Liegt es nur dran, dass ich mich an das Spiel so gar nicht mehr erinnern kann im Vergleich zu den anderen Resident Evil Teilen? Oder ist Resident Evil Zero wirklich ein bisschen nervig? Ich weiß es nicht. Oder, ja, keine Ahnung, let's go. Suchen wir die blaue Chemikalie. Nee, ich kann eben den Greifhaken leider nicht runterschicken. Das wäre mein erster Gedanke gewesen. Das war quasi mein erster Versuch. Ich wollte eigentlich quasi mit Billy den Greifhaken runterschicken, damit Rebecca auch hoch kann. Da oben haben wir die rote und die grüne Chemikalie. Und das geht nicht. Weil der Greifhaken passt nicht rein. Und ich kann mit Billy auch nicht mehr runter aus irgendeinem Grund. Was ich auch ein bisschen nervig finde. Aber okay. Bei Billy steht eine Glasflasche. Ne, die Glasflasche, die benutzt man nur, um Molotow-Cocktails herzustellen. Jetzt gucke ich aber wenigstens schnell, wo die blaue Chemikalie ist, damit wir da nicht lang suchen müssen. Weil die habe ich irgendwo übersehen. Sonst hätte ich die eh. Resident Evil Zero, Blue Chemical. Hä? Moment mal. Wo soll die sein?
Im Treatment Plant, da sind wir noch lange nicht. Das Spiel will dich nerven. Ja, ich habe auch das Gefühl. Okay, braucht man, um Batteriesäure herzustellen? Das habe ich schon verstanden. Okay, warte. Man kann die in einer Glasflasche in einigen Orten finden. Im Arkley-Labor? B1. Genauer steht's da nicht. Aber im Arkley-Labor B1, das reicht mir schon. Nee, also laut Wiki brauche ich blau und grün, nicht rot und grün. Was mich auch wundert, beim oberen Stockwerk ist rot und grün, aber... Ach so, oder, wartet mal, vielleicht bin ich gerade blöd, weil die Batteriesäure brauchen wir vielleicht später für die Batterie, ne? Man benötigt dies unter anderem, um die Batteriesäure herzustellen und einmal, um den blauen Egel zu befreien. Nee, passt schon. Auf Billys Ebene ist ein Schalter, den er betätigen muss, dass es für Rebecca weitergeht. Benny, erstens vielen, vielen Dank für deinen großzügigen Superchat. Dankeschön. Super nett von dir. Und zweitens, hä? Wirklich? Ein Schalter, damit es für Rebecca weitergeht? Aber komme ich schon an den? Bist du dir das sicher? Wo hätte ich denn den übersehen? Hier komme ich nicht durch. Ein OP-Tisch? Das ist das. Hier brauche ich obviously erst den Egel. Hier ist alles kaputt. Könnte Rebecca nicht in den kleinen Aufzug klettern? Wäre das nicht möglich vielleicht? Das wäre doch gut. Einfach durch den Aufzugsschacht. Voller Giftgas. Das ist nicht so gut. Für Billy wahrscheinlich. Also hier im Wiki steht, dass ich blau und grün brauche, um die Chemikalien aufzulösen. Aber für blau müsste ich dann sowieso nochmal zurück ins Labor, in die Ausbildungsanlage. Weil blaue Chemikalien habe ich hier jetzt auch noch nicht gefunden. Wenn es wirklich das ist. Und blöderweise habe ich vorher die grüne genommen, ich Trottel. Versehentlich habe ich die grüne einfach genommen. Ich bin so kurz davor, dass ich nochmal neu lade. Slenderix, dankeschön. Ich bin so kurz davor, dass ich einfach nochmal neu lade, bevor ich mit Billy hier hochgehe. Aber, ja, keine Ahnung. Bei den Doppeltüren, glaube ich. Bei den Doppeltüren. Wo waren denn da Doppeltüren? Hätte auch sagen können, dass der Meister sein Erbe weitergeben will, falls er vernichtet würde und deswegen den Supermutanten beigebracht hat, wie man FIV macht. Meinst du jetzt so grundsätzlich storytechnisch oder bezogen auf was jetzt? Okay, aber wartet mal. Ich kann... Nicht, oder? Weil ich meine, die Idee aus dem Chat vorher war ja grundsätzlich gar nicht blöd. Man könnte ja annehmen, dass das vielleicht funktioniert. Wenn wir jetzt mal die Flaschen nehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die leider nur für Molotow-Cocktails funktionieren. Aber theoretisch sollte doch Billy in der Lage sein, die Chemikalien in die Flasche zu füllen, damit man die dann weitergeben könnte. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die kann Rebecca wirklich nur in ihr kleines Täschchen packen.
Aber den Versuch ist es wert. Hi, Chrissy. Grundsätzlich storytechnisch. Ja, ich meine, warum nicht? Da war er nochmal raus und dann rechts. Ah, das ist immer zeitverzögert, deswegen ist es schwierig. Ach nein! Hier blinkt tatsächlich ein Knopf, ne? Oh, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, das ist auch immer ein bisschen, wenn man mit dem Chat interagiert und so, ne? Sie klammern. Dann sieht man so Sachen immer nicht. Okay, Rebecca. Gut, danke schön, Benny. Wirklich, wirklich vielen Dank. Du hast uns sehr viel Zeit erspart. Danke dir. Das war sehr nett von dir. Danke auch für den Super-Chat nochmal. Oh, ich habe einfach den Chat, den Knopf nicht gesehen. Sowas ärgert mich wirklich immer. Aber ja, was heißt ärgern? Ist ja eh cool, mein Gott. Das ist halt so, wenn man immer eineinhalb von zwei Augen im Chat hat. Dann passieren Sachen. So. Oh, meine Güte. Ich bin ungefähr wirklich 50 Mal an dem Knopf vorbeigelaufen, glaube ich, ne? Zack. Kaputt. Sehr nice. Und da haben wir die rote Chemikalie. Ich weiß jetzt, ich nehme die jetzt mal mit, ne? Vielleicht lügt auch das Wiki. Es schadet ja nicht, wahrscheinlich, hoffentlich. Und hier haben wir die blaue Egeltür. Die können wir natürlich noch nicht benutzen. Rebecca, wie sieht es bei dir inventartechnisch aus? Bei dir sieht es inventartechnisch voll aus. Okay. Keine Sorge, steht nur morgen fett auf der Bild. Ja, das ist okay. Ah, okay, okay, jetzt brauchen wir die Kombination. Ach so, aber es fehlt der Knödel, ne? Steht da. Aber da fehlt etwas. Genau, kann nicht benutzt werden. Die Egeln erinnern mich ein wenig an die Pilzmonster aus Resident Evil 7. Ja, das stimmt schon. Die haben Ähnlichkeit. Ist auf jeden Fall so. Okay, wir sind einen kleinen Schritt weiter, aber ehrlich gesagt leider tatsächlich nur einen kleinen Schritt, ne? Auf dem Bild umarmt eine Frau einen Dämon. Statue einer Frau, sie scheint auf die Tür zu starren. Statue einer Frau scheint auf die Tür zu starren. Okay, ich muss mal kurz hier... Wartet mal. So. Hier fehlt das. Mit der roten Chemikalie können wir jetzt nämlich leider auch nicht wirklich was anfangen. Roter Chemikalie scheint nutzlos zu sein. Okay, was jetzt? Muss ich jetzt doch wieder zurück in die Villa? Ich werde wahnsinnig hier. Ich guck dich schon voll lange, muss sagen, du musst immer sehr unterhaltsam Streams und Videos. Dankeschön, freut mich. Hi, Wally. Hast du das Dokument aufgesammelt, wo das mit der Chemikalie steht? Nee, ich glaube, über Chemikalien haben wir tatsächlich nichts gelesen, ne? G-
Genau, wir haben hier die Akte zum Igelwachstum. Die wollte ich eh nochmal aufrufen, damit ich mir den Code gleich notieren kann. Wir haben hier 4. Dann hat sich die Anzahl verdoppelt auf 8. Dann wurden 2 gefressen. Das heißt, wir sind bei 6. Und die Hälfte verloren, dann sind wir bei 3. Genau, okay. Genau, dann haben wir hier das Tagebuch des Laborleiters. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich jetzt wirklich mit Rebecca zurücklaufen muss. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Irgendwas muss ich noch übersehen haben. Es wird so Sinn machen, dass ich mit Billy den Knubbel finde, den ich ihr dann runterschicke, ne? Aber kann ich nicht mehr drücken. Jetzt muss ich mich wirklich nochmal. Leute, ich muss jetzt mal kurz mich aufs Spiel konzentrieren. Ein Moment. Ich muss mich jetzt mal kurz auf das Spiel konzentrieren und mich nochmal wirklich in Ruhe genau umschauen. Ich brauche mal kurz 5 Minuten Serious Time. Weil ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas Wichtiges übersehen. Und wahrscheinlich ist es ganz offensichtlich und ich muss nur das richtige Ding hier anklicken und dann geht's endlich weiter. Aber ich dachte, ich habe hier tatsächlich schon alles angeklickt. Hier könnte ich noch mehr Molotow-Cocktails machen. An den Rechner kann ich auch nicht ran. Er springt nicht an. Das habe ich auch noch nie in Bezug auf den Rechner gehört. Er springt nicht an. Billy zieht so stark, wie es geht, an der Leine, die da raushängt, aber er springt einfach nicht an. Muss wahrscheinlich mehr Benzin rein, schätze ich mal. Da steht Benzin im Regal. Billy, schütten wir Benzin in den Bildschirm. Dann wird er schon anspringen. Hoffe ich doch mal. Okay, es ist zu gefährlich, hinunterzugehen. Organe, hier haben wir nur Benzin. Warst du schon mit Billy jeden Raum oben? Ja, ich war eigentlich schon überall. Ich war eigentlich langweilig. Ja, aber wirklich, Slenderrex. Dankeschön für die 100 Bits. So, wir haben den Knopf gedrückt. Die Mauer hat sich hochgefahren. Für Billy hat sich dadurch ja nichts geändert. Die Tür ist verschlossen. Gehe ich da nochmal rein. Hier ist auch verschlossen. Können sie nicht öffnen. Wir können leider wahrscheinlich auch die Scheiben nicht einfach einschlagen. Was ist das da? Ist das da? Ist das da was? Die Kanister? Ne, die Kanister sind nix. Okay. Hier können wir nicht runter. Leider auch nicht mit dem Greifhaken. Ich benutze es. Ich versuche es nochmal. Geht auch nicht. Okay. Hast du dich jetzt gesoftlockt? Ey, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Aber es ist schon sehr verwirrend gerade. Durch was hätte ich mich denn gesoftlockt, dass ich mit Billy hier hoch bin statt mit Rebecca? Aber warum erlaubt mir das Spiel das dann, weißt du? Ist ja irgendwie krass. Wenn das so wäre, wäre das nicht sehr optimal. Nee, okay, das geht nicht. Aber wie gesagt, ne, wenn das Wiki recht hat, kann man sich denn softlocken? Mir wäre das jetzt nicht bekannt, dass man sich in Resident Evil 7, Zero auf so eine Art und Weise softlocken kann, aber das muss nichts heißen, aber es würde mich schon wundern irgendwie. Jo, bis nachher.
Und hier könnte ich hier Items runterschicken. Genau, und hier ist ein grüner Kanister, ne? Nee, ich habe mit Billy alles abgegrast. Ha! Ich bin wirklich irritiert. In einer Komplettlösung auf Giba steht grün und rot. Aha, okay. Vielleicht stimmt dann die Info im Wiki nicht, das kann ja durchaus sein. Dann bräuchten wir jetzt grün. Und wisst ihr was? Es ist zwar jetzt ein bisschen aufwendig und blöd, aber ich kann zumindest zurücklaufen mit Rebecca in die Villa und da steht, irgendwo war ein grüner Kanister. Ich weiß nicht mehr wo, aber den finden wir schon. Aber ich glaube, ich habe irgendwas wahrscheinlich so gemacht, wie es nicht vorgesehen war, auf jeden Fall, ne? Irgendwas habe ich so gemacht, wie es dem Spiel nicht passt. Aber hey, Hauptsache es klappt jetzt dann alles. Dann bin ich eh schon zufrieden. Okay, ich weiß auch, wo wir hin müssen. Let's go. Doch, alles gut. Alles gut, Vello. Ich will euch nicht runterziehen. Alles gut. Barry, where's Barry? I'm sorry, but he's probably the most powerful biological weapon in the world. Ganz genau. Es ist gerade ein bisschen frustrierend, aber nichts, was Barry, die most biological weapon in the world, nicht wieder hinkriegen könnte. Bei dem Zitat geht's mir schon besser. Ja, in der Komplettlösung geht Rebecca hoch. Das hätte ich wahrscheinlich machen sollen. Aber ich verstehe wirklich nicht, warum ein Resident Evil Zero dann an der Stelle überhaupt erlaubt, dass Billy hochgeht. Ich habe gerade noch Witze drüber gemacht, dass beim Zug die Dingsy zu schwer, also da kann nur Rebecca den Greifhaken benutzen, ne? Und plötzlich kann es Billy auch. Plötzlich ist er nicht mehr zu schwer. Hat ein bisschen abgenommen. Oh nein! Oh mein Gott. Ich hasse die. Ich hasse die wirklich, ey. So, jetzt lass mich kurz auf die Karte gucken. Das grüne Zeug muss ich durch die Rittertür oben und dann am Ende von dem Gang. Dann müsste da die grüne Chemikalie sein. Und wenn wir Glück haben, haben wir es geschafft. Also die Affen töten uns vorher. Ach, ich finde die so nervig. Ohne Witz. Aber nehme ich dafür meinen Granatenwerfer, will ich dafür meine Säuregranaten opfern? Ich treffe die eh nicht mit den Säuregranaten. Das ist eh Quatsch. Aber die gehen mir schon sehr auf die Nerven. Oh, es ärgert mich jetzt auch umso mehr, weil ich vorher versehentlich die grüne Chemikalie, die ich schon hatte, benutzt habe. Ah, Hilfe. Das Spiel will mich hier in den Wahnsinn treiben. Ich schwör's euch, das ist eine Verschwörung gegen mich. Rote Chemikalie ist bereits im Mischset. Hinzufügen. Grüne und rote Chemikalie wurde zu einem Verdünner gemischt. Okay. Und jetzt können wir den Verdünner wahrscheinlich mit dem Scheiß hier kombinieren und haben endlich den blöden blauen. Oh Gott, ey, danke. Aber wenn hier wirklich neue Gegner sind, wenn die hier Affen hingestellt haben, ne? Könnte es schon sein, ach so, das heilt ja nur Gift und nicht Rebecca. Könnte das schon sein, dass das beabsichtigt ist, auch wenn ich es ziemlich gemein finde, dass man hier nochmal zurück muss. Auch aus Fehlern kann man lernen, das stimmt. Aber als ob ich mich daran noch erinnern könnte, wenn ich das nächste Mal Resident Evil Zero spielen könnte. Das bezweifle ich. Aber es gibt tatsächlich ein paar Kleinigkeiten, die habe ich auch wirklich lore-technisch. Wusste ich doch, ich bin besser als das Wiki. Da hast du recht, General. In dem Fall hast du recht. Nee, es ist meine Schuld, weil ich die... wartet mal. Lass mich mal nochmal kurz gucken, damit ich dem Wiki nicht Unrecht tue. Ich glaube, ich habe es falsch verstanden.
und einmal um den blauen Igel zu befreien. Nee, tatsächlich. Nee, dann stimmt das einfach nicht, was hier steht im Wiki. Okay, scheiß Wiki. Bist du definitiv besser. Aber wer hätte das auch jemals bezweifelt? Ich speichere mal lieber, falls die Affen mir auf dem Rückweg irgendwie blöd kommen. Achso, ich muss erst wieder was ablegen. Das Dokument dafür ist in der Akte 2. Hab gerade mal Resident Evil Zero gestartet. Ah, okay. Speichern. Dann geht's weiter. Ey, ich bin so froh, wenn wir mit Resident Evil Zero durch sind. Ohne Schmarrn. Das Spiel nervt mich. Mann, ey. Es nervt mich wirklich gerade. Muss ich schon zugeben. Mann. Lass uns über was anderes reden. Lass uns über positive Dinge reden. Wie zum Beispiel alles, was danach kommt. Ich bin wirklich sehr gespannt auf Dead Aim. Freue ich mich wirklich schon. Das sieht wacky und trashy und blöd und lustig aus. Da habe ich wirklich Bock drauf. Und es ist nicht zu lange. Das finde ich auch wirklich schön. Weil diese Spiele, diese Spin-offs von Resident Evil, die sind teilweise ein bisschen janky und ein bisschen blöd und machen jetzt nicht super viel Spaß, aber sind interessant auf jeden Fall. Und da finde ich es schön, wenn die nicht sich zu lange ziehen. Ich finde das so nervig, wenn manche Spiele meinen, die müssen sich hinten raus irgendwie nochmal ewig lang so ne, künstlich in die Länge ziehen. Das hasse ich komplett. Ich freue mich persönlich auf Outbreak. Bin ich tatsächlich auch gespannt. Ne? Ich habe ja ein paar Stunden in Outbreak zumindest versenkt schon mal. Und ich glaube, Gameplay-technisch, Spieltechnik, wird mir das, befürchte ich, nicht gefallen. Weil es einfach so auf Zeitdruck setzt und so weiter. Gleichzeitig ist es natürlich super abwechslungsreich. Hat viele coole Locations, viele coole Geschichten. Viele Orte aus Raccoon City kann man besuchen, die man sonst nirgends in der Reihe sieht. Da habe ich schon auch Bock drauf, da bin ich gespannt. Ja, wir haben noch 13 Bonusminuten auf der Uhr für Resident Evil. Wir spielen jetzt quasi so lange noch Resident Evil Zero, bis die Uhr auf 2 Stunden steht. Und dann, wenn es mit Fallout losgeht, zählen alle Bits und Subs und sowas zum Fallout-Bonus-Timer. So habe ich mir das vorher gedacht. Damit das Sinn macht. Nee, jetzt kommen wir endlich weiter. Jetzt kommen wir endlich weiter. Jetzt spielen wir auch endlich weiter. Ich muss jetzt quasi noch so... Ich brauche noch so einen Palette-Cleanser. Brauche ich noch ein paar Erfolgserlebnisse, dass ich nicht mit so einer negativen Stimmung aus Zero rausgehe. Zeitdruck, ich hasse Zeitdruck in Spielen. Ich auch. Slenderax, vielen, vielen Dank für deine erneute großzügige Bitspende. Und das Spendenglas explodiert. Es fängt sogar zu ruckeln an. Dankeschön. Ich bin auch kein Fan von Zeitdruck. Ich weiß nicht, liegt's an mir? Bin ich gerade irgendwie ein bisschen gestresst und genervt und deswegen nerven mich Resident Evil Zero und Silent Hill 4 so sehr? Oder habe ich mir zufällig 2 Spiele ausgesucht, die einfach wirklich ziemlich frustrierend sein können? Vielleicht eine Mischung aus beidem, ich weiß es nicht genau. Aber ja, die nerven mich gerade tatsächlich. So. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage so, ich muss wieder Resident Evil Zero spielen. Ich habe gar keinen Bock. So ist es eigentlich nicht. Eingangsspule. Okay. Finde den Outbreak Files 2 super, dass es auch ein paar Maps in ein zweites Ende erspielt werden kann.
so wie bei der U-Bahn. Ja, es ist doch sogar so, dass die Kombination an Charakteren das sogar verändern kann. Okay, auf der Rückseite des Fotos steht etwas. Für James, zur Erinnerung an deinen Abschluss 1939. James, entweder waren alle in seinem Jahrgang echt klein oder James ist riesig. Guckt euch das an, wie der über den anderen thront. Dabei steht er hinter denen. Altes Foto. That guy must be Marcus's son or grandson. Oder Marcus ist ein Super-Igel-Monster. Das könnte auch sein. Das habe ich mich gerade verschluckt. Das auch noch, ne? Heute kommt alles zusammen hier. Nee, Quatsch, wollte ich nicht. Auf welchen Games hast du dich am meisten gefreut? Auf dem Summer Games Festival. Oh, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe das Summer Games Festival komplett nicht mitbekommen. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass das ist. Ich bin seit längerem nicht mehr auf Social Media, was ich für eine gute Idee halte und mir geht es sehr viel besser seitdem. Aber ich krieg nichts mehr mit. Ich habe das Summer Games Fest nicht mitbekommen. Ich habe die ganzen Konferenzen sind an mir vorbeigegangen. Ich habe mal so ein bisschen überflogen, was da angekündigt wurde. Und ehrlich gesagt ist nichts hängen geblieben. Da war jetzt gar nichts dabei, wo ich mir dachte, oh, super nice, da freue ich mich. Aber ich habe es auch nur mal so überflogen, ehrlich gesagt. Landsquid, das Super-Egel-Monster, klingt unrealistisch. Hä? Welches Super-Egel-Monster? Ich muss jetzt leider die Säuregranaten ablegen. Ja, ja, auch die Nintendo Direct. Ich habe das heute nur so nebenbei mitbekommen, zufällig, dass die überhaupt ist, was irgendjemand gestreamt hat oder so. Ich muss das alles nachholen. Summer Games Fest war Müll. Ehrlich gesagt war ich schon die letzten 2 Jahre sehr ernüchtert davon, immer wieder. Die haben irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie das erste Mal oder die ersten Male vielleicht, ich weiß es gar nicht, da waren immer wieder so 1, 2 Highlights dabei. Aber ich finde wirklich, die letzten 2 Jahre war alles irgendwie so, mir zumindest wurscht, das kann ich sagen, ja. Das ist auf jeden Fall, ja. Und deswegen war ich jetzt auch nicht so gehypt und hab mich auch nicht jetzt großartig geärgert, dass ich das nicht gesehen habe. Ach so, meine Theorie über das Super-Eagle-Monster Marcus klingt unrealistisch. Okay, alles klar. I get it. Das ist zu viel, glaube ich auch. Hätte ja gehofft, Nintendo sagt was zur neuen Konsole. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe das leider alles noch nicht wirklich verfolgt, deswegen kann ich dazu noch gar nichts sagen. Wenn ich mal Zeit habe, vielleicht, na, heute wahrscheinlich nicht mehr. Aber irgendwann werde ich das nachholen. Ich glaube, auf die Nintendo Direct habe ich sogar Bock. Ich glaube, die schaue ich mir an. Falls die irgendwas Cooles angekündigt haben, sagt es mir gar nicht. Ich will es gar nicht wissen. Weil dann gucke ich mir die an. Aber andererseits, wenn es super langweilig war, könnt ihr es mir schreiben. Wenn wirklich gar nichts da war. Aber nichts Genaues. Schreibt jetzt nicht Spiel Y, aber ihr könnt schreiben, nee, war lame, brauchst du nicht gucken. Dann schaue ich mir nur eine Liste an. Dann gucke ich mir nicht die Aufzeichnung an. Den Text, den du vorher geschrieben hast. Fallout. Kurze Frage, Fallout 3 Sumpfgebiet. Was passiert, wenn man dem Hirn folgt? Weiß das wer?
Nee, kann ich dir gerade nicht sagen. Hätte ihr... ja, okay, genau. Okay. Holen wir uns den Ekel. Aus dem Aufzug. Ah, und ich gehe durch die Tür, ich depp. Ich war sehr zufrieden mit der Direct. Vieles, was mich interessiert hat. Okay, cool. Schau ich es mir mal an. Ah, haben die was zu About gezeigt, ja? Hm. Die sollen gefälligst lieber ein Fallout machen hier. Anstatt hier irgendwie ein About und ein Outer Space 2. Die sollen gefälligst Fallout New Vegas 2 machen. Verdammt. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Dadurch, dass die Fallout-Serie jetzt so super erfolgreich war, ne? Kann ich mir schon vorstellen, dass Microsoft sagt, ey Leute, wir müssen die Fallout-Spielproduktion jetzt mal auf 11 drehen und nicht irgendwie so lauwarm auf 3,5, wie es bei Bethesda ist. Kann ich mir schon vorstellen, dass da auch von anderen Studios demnächst was angekündigt wird. Das kriegen wir schon alles hin. Desinfektionsmittel. Was war denn das gerade? Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, da war gerade ein ziemlich lautes Gepolter hier im Haus. War wahrscheinlich nur Merlin. Es erhob sich ein Gepolter. Oh, come on. Ja, ja, genau, deswegen meine ich ja, weil eben Microsoft Obsidian und Bethesda hat und In Exile und so weiter. Ne, es ist alles. Ja, aber ehrlich gesagt, nachdem Microsoft jetzt hier bei Bethesda so viel Studios geschlossen hat, nicht nur bei Bethesda, allgemein Studios geschlossen hat und so weiter, habe ich da nicht mehr so viel Vertrauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, seit die ganzen Spielefirmen aufgekauft haben, bin ich nicht unbedingt begeistert von dem, was die so abgeliefert haben. Und ich man muss jetzt echt mal schauen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Microsoft hat jetzt die Anfütterungsphase durch den Game Pass und sowas abgeschlossen. Die wollten, dass so viele Leute wie möglich, so lang wie möglich in den Game Pass kommen und haben den mit coolen Content versorgt, haben coole Firmen gekauft und so weiter und so fort. Aber ja, ich habe das Gefühl, jetzt ist das so ein bisschen vorbei. Jetzt sind die am Aussortieren, am Aufräumen und am Studios schließen und vielleicht werden sie bald noch Lizenzen verscherbeln, wer weiß. Und wahrscheinlich wird sich auch der Preis des Game Pass erhöhen. Ich glaube, die sind jetzt quasi, die haben ihren Zenit erreicht, was das angeht, und jetzt wird Geld verdient, so ungefähr. Gucken wir mal. Ist jetzt so ein Worst-Case-Szenario, vielleicht wird alles gar nicht so schlimm, aber der Game Pass macht leider nur noch Minus. Hm. Eben. Ich dachte, ich habe wirklich an das Konzept geglaubt, ne? Aber vielleicht hat es doch nicht so gut funktioniert. Ich meine, letztendlich war es klar, dass es irgendwann scheiße wird, ne? Das ist ja immer so. Das ist ja immer so bei solchen Sachen. Das ist der Kapitalismus. Man muss immer mehr Wachstum und deswegen muss immer mehr künstlich dann quasi erzeugt werden und dann wird alles irgendwann scheiße. Das haben wir bei Netflix gesehen und so weiter. Das ist ja ganz normal. Ich dachte nur nicht, dass es beim Game Pass so schnell geht. Ich dachte, wir hätten noch mehr Zeit beim Game Pass, bevor der wirklich
vor die Hunde geht. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon am Anfang. Am Anfang vom Ende. War eine coole Zeit, war eine goldene Zeit mit dem Game Pass, muss ich schon sagen. Sind immer noch ein paar coole Spiele drin, so ist es nicht. Aber gucken wir mal, wenn Microsoft da nicht bald irgendwie mal gute, große Titel reinkriegt, dann weiß ich es auch nicht. Ist der Game Pass so ähnlich wie PlayStation Premium? Nee, jein, ja, also PlayStation hat ja quasi abgegradet, ne? Und da gibt es ja jetzt dieses Drei-Stufen-System und der Game Pass ist vergleichbar mit der dritten Stufe. Aber bisher, und ich würde schon auch sagen, immer noch, hat der Game Pass da noch die bessere Auswahl, würde ich sagen. Vor allem, weil wirklich alle Microsoft-First-Party-Spiele Day One da drin sind. Ohne Extrakosten, ohne Zusatzkosten. Das macht ja Sony nicht. Ja, mal gucken. Game Pass ist schon cool, aber das, was sie jetzt machen, ist total unnötig. Ja, ich bin gespannt, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Ich sehe das jetzt als böses Omen die letzten Tage. Gucken wir mal. So, was haben wir jetzt hier aufgehoben? Einen Löwenschlüssel. Ein Schlüssel mit dem Gesicht eines abscheulichen Monsters. Das ist ein bisschen überdramatisiert, oder? Es ist eher ein Säbelzahntiger vielleicht oder so. Oder ich weiß wirklich nicht, was das sein soll. Ich dachte erst so ein Löwe wegen der Mähne, aber es ist so ein bisschen schlangenkopfförmig, aber hat irgendwie schon eine Schnauze wie ein Hund. Vielleicht ist es wirklich ein abscheuliches Monster. Muss ich zugeben. Okay, abscheuliches Monster, meinetwegen. Hoffentlich schließen sie nicht Bethesda. Nein, nein, also die Bethesda-Hauptstudios werden sie nicht schließen. Nee, nee, Quatsch. Also da muss viel passieren, bevor sowas, so ein großer Schritt gegangen wird. Hallo Kater, was geht? Oh ja, ihr habt recht. Die Zeit ist gekommen. Es ist voller Zeit. Hast du gehört, Kater? Es ist voller Zeit. Ja, wir haben die Zahlenscheibe. Ah, oh, endlich, wisst ihr. Oh, das war jetzt so frustrierend mit diesem blöden Egelding. Ohne Witz, das hat mich wirklich genervt. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt führt wieder ein Puzzleteil zum anderen, ne? Gott sei Dank, ey. Mein Gott, das hat mich jetzt wirklich genervt. Oh, Resident Evil Zero, ey. Was machst du für Sachen? Carter will nicht, dass ich mit euch rede. Der zieht das Mikrofon weg. Es fehlen die neuen Leute, die den Game Pass kaufen, weil fast jeder die Xbox, der die Xbox spielt, den hat. Ja, ja, eben. Weißt du, ich weiß nicht genau. Also, man hat ja auch mitbekommen, dass schon seit einer ganzen Zeit die Xbox-Verkäufe stagnieren. Und Microsoft hat ja viel drüber geredet, dass die den Game Pass quasi auf mehr Systeme bringen wollen. Deren Strategie war ja eine ganze Zeit lang, und es ist eigentlich ganz egal, wie viel Xbox sich verkauft, wie es am PC läuft und so weiter, interessiert uns alles nicht. Hauptsache, die Leute haben den Game Pass. Und die sollen den Game Pass überall benutzen. Die sollen den am PC benutzen, die sollen den in der Xbox benutzen, die sollen den an ihrem Fernseher über den Stick benutzen. Ne? Die sollen machen, was die wollen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht so ganz aufgegangen, oder die waren nicht schnell genug, oder die konnten den nicht weit genug verbreiten, ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, da ist gerade so ein bisschen Stagnation drin, und jetzt eben das Studio schließen, das war schon kein gutes Zeichen. Aber ja, schauen wir mal. Gut, Leute. Genau, morgen um 18 Uhr Silent Hill. Dann machen wir jetzt schnell Pause kurz. Ich kann sogar den Timer pausieren jetzt.
Sehr gut. Und dann einfach wieder Continue drücken, oder? Ja, funktioniert. Gut, dann pausiere ich jetzt auch den Timer und dann machen wir jetzt schnell 5 Minuten Pause ungefähr. Ich baue schnell um und so weiter, hol mir nochmal was zu trinken. Genau, Frankie Tanky, Rechtstaste. Und dann geht's weiter mit Fallout 1. Oh, bis gleich. Tschüss. Als hätte ich beinahe den Stream ausgemacht, das will ich nicht. So, bis gleich.